Hallo zusammen da draußen. Wenn es jetzt alles geklappt hat, sind wir live und die Technik ist nicht explodiert. Das heißt, wir haben sämtlichen großen Alten erfolgreich gehuldigt und hoffen, dass wir jetzt nicht dem Wahnsinn anheimfallen. Denn es wartet eine Runde Call of Cthulhu in den 1920ern auf uns. Und dafür habe ich mir drei wundervolle Mitspieler organisiert. Wir müssen heute leider auf Technik, aus technischen Gründen auf Kameras verzichten, denn im Hause Jackson finden gleich zwei Streams parallel statt und das Kartoffelnetz schafft das nicht so ganz mit Kameras. Deshalb haben wir uns entschieden, da es witzlos ist, nur eine einzige Kamera einzublenden, komplett auf Kameras zu verzichten. Und ich stelle jetzt einfach mal der Reihe nach meine Spieler vor. Das ist zum einen Ladies First Tava, die Evelyn King spielt. Hallöchen. Dann im Uhrzeigersinn weiter gibt es den Lucky, dessen Schönheit nur noch von seinem Ego übertrumpft werden kann. Und er spielt heute wen? Thomas O'Malley. Hallo. Und das Trio Infernale vervollständigt heute der Bossi und der spielt Anderson Hastings. Ahoi. Und wie schon gesagt, wir befinden uns in den 1920ern. Genau genommen befinden wir uns gerade in den Abendstunden des 24. November 1926. Das ist der Abend vor Thanksgiving des Jahres. Und wir sind in Mobile, Alabama. In einer der vielen mehr oder weniger zwielichtigen Bars, die in der Stadt ein gut gehütetes Geheimnis sind, so gut gehütet, dass selbst die Ordnungshüter davon wissen und nach dem Feierabend bestimmt das ein oder andere Mal dort einkehren. Anderson, wie sieht denn dein Etablissement so aus? Und wer bist du überhaupt und was machst du so? Ja, ich bin, wie schon gesagt wurde, Anderson Hastings, 39 Jahre jung und meines Zeichens Besitzer einer wunderschönen Boxhalle und gleichzeitig Schule. Ich habe während dem Studium mit Boxen und Ringen angefangen und war ziemlich gut. Profi sogar. Wurde entsprechend entdeckt und naja, habe das Studium geschmissen, um meiner Karriere ein bisschen Schwung zu geben. Einziges Problem, auf dem Höhepunkt hat es mich in einem Ringkampf erwischt und mein Knie wurde übel verletzt. Naja, seitdem habe ich mich aus dem aktiven Sport zurückgezogen und bringe den Sport Boxen und Ring dafür jungen Leuten bei, die eben Ins Knie bekommen. haben und die Gelder von den Kämpfen dafür genutzt, mir hier diese Halle schön aufzubauen. Ja, und wie es der Zufall nur mal so will, der Laden läuft. Naja, der Laden läuft noch besser, dank. Also, das weiß jetzt nicht jeder. Euch, aber so ein Geheimtipp. Habt ihr da so einen Keller in den Abendstunden? Naja, da ist ja dann keine Boxhalle, sondern eine kleine Bar. Ich wäre geschützt vor den Augen des Gesetzes, ein bisschen was Besseres trinken will als nur Wasser. Er kommt dann zu Anderson Hastings Boxhalle. Die dann Anderson Hastings Bar ist, aber das weiß keiner. Dann werden wir dieses Geheimnis wahrscheinlich sicherheitshalber nicht ausplaudern, denn wer weiß, wie lange sich diese gute Bar dann hält.
Das würde nämlich bedeuten, dass Thomas wahrscheinlich einen großen Teil seiner wöchentlichen Einnahmen nicht mehr hat. Denn was machst du? Ja, wie gesagt, ich bin, um mal mich mit vollen Namen vorzustellen, Abraham DeLacy Giuseppe Casey Thomas O'Malley, seines Zeichens Musiker und bestaussehendster Junggeselle auf jeden Fall in Alabama, wenn nicht irgendwie, vielleicht sogar in Amerika. Gut möglich. 35 Jahre alt, aber sieht eigentlich aus wie 29 und fühlt sich wie 25. Und ja, ich verdiene meinen Unterhalt mit meiner engelsgleichen Stimme und bin deswegen auch Stammgast in der Bar und sorge in der Regel auch für die allabendliche Unterhaltung. Ja, und das spärliche Publikum, was im Verlauf des Abends hoffentlich noch mehr wird, ist auch schon hellauf begeistert von der Performance. Und ebenfalls in der Bar zu Gast ist Evelyn. Wer bist du und warum bist du da? Also theoretisch findet man mich ja nie in diesen Etablissements. Das gehört sich natürlich nicht. Als Anwältin sollte man da sowieso mehr so undercover unterwegs sein. Gemutet. Nochmal. Ja, eigentlich sollte man mich ja in solchen Bars nicht wirklich sehen. Das kommt nicht so gut, wenn man dann die Leute, die man eigentlich rausklagen muss, auch noch abends beim Bierchen trifft. Hat nicht immer den besten Eindruck. Daher ist dann die gute Evelyn als Anwältin seltener oder wenn dann mit dem pseudomäßigen Schnurrbart ohne Schnurrbart da. Heute speziell sogar mit auf Wunsch oder mit Auftrag, sagen wir es mal, weil irgendwas läuft nicht so wie soll. Ich kenne da wen, der wen kennt, und die, die ich kenne, die können da Dinge tun. Vielleicht, hoffentlich. Ja, hoffentlich können deine alten Studienkollegen die Probleme lösen. Du sitzt wahrscheinlich gerade an der Bar, wo Anderson gerade das ein oder andere Getränk schon mal ausgeschenkt hat. Und wahrscheinlich kommt der gute Thomas gerade einmal für eine kurze Pause, um seine Kehle zu benetzen, vom Gesang, auch für ein Getränk an den Tresen. Eine Nummer muss er vorher noch singen, Eine sonst Nummer kann muss er. er noch singen. Also Dann. seine Pausenummer ist dann. Ja, er blickt halt so zu. Ja, es ist keine Big Band, aber man hat schon so eine kleine Band in Anführungsstrichen, Klavierspieler, ein bisschen Trompeten. Die sehen alle auch so ein bisschen abgeheifter aus. Vielleicht nicht die allerbesten Musiker, aber sie erfüllen ihren Job als Begleitung. Und er guckt so ein bisschen nach hinten. Ihr wisst, ne, wann ihr einzusteigen habt. Ja, genau. Gut. Und er blickt dann halt so ins Publikum, wahrscheinlich so fünf, sechs Leute, die schon relativ früh da sind. Und zwinkert dann so einer älteren Dame, die immer regelmäßig kommt, zu und fängt dann an mit seinem Gesang. Jetzt seine Frau, das wäre wunderbar. Von dem größten, vollschlanken Exemplar träumt Abraham DeLacy. Und dann setzt die Musik ein. Giuseppe Casey. Thomas O'Malley. O'Malley, der Sunny Boy. Verspüre ich Herzenslust? Ja, dann werde ich kühn. Wo ich hinschaue, weit und breit, sind die Frauen so schön. In mancher Stadt schaut man mir nach voll Scheu.
Sag es den Freunden der vornehmen Welt und jedem Fräulein, das mir gefällt. Ich bin Abraham de Lacy, Giuseppe Casey, Thomas O'Malley, O'Malley der Sunny Boy. Danke, danke, danke. Zu gütig. Und dann würde er sich dann auch, so typisch so bei den alten Leuten, dann so kurz noch die Hände schütteln, sich dann so die einen oder anderen Dollarschein abholen und dann zu Evelyn an die Theke gehen. Ich würde jetzt hier applaudieren, kennt ich das Lied nicht schon. Sie hat applaudiert, aber sag's nicht. Ja, seit den Studienzeiten schon. Das war so seine erste Nummer. Anderson. On the rocks, bitte. Ah, kein Problem, kommt sofort. Ein Stimmchen muss ja gut geölt bleiben. Und ich fange an, das rausholen, entsprechend das Getränk fertig machen. Ist auch ein sehr sauberes Glas, ja, also ne, für meine Freunde und Feste. Und stell dir das dann, so wie du es magst. Ach, danke. Bitteschön. Grüßchen. Danke. Ja, Evelyn, was verschafft uns denn die Ehre? Es ist doch normalerweise noch gar nicht deine Zeit. Wenn ich es nicht müsste. Egal. Ja, also die Leute dann in letzter Zeit immer zu mir kommen, das ist echt schrecklich. Der denkt, ey, der kann einfach so wild auf der Straße. Egal, deswegen bin ich nicht hier. Doch. Kleiderordnung ist bei vielen noch nicht so ganz angekommen. Ja, so, das kann nicht jeder so viel Stil haben. Naja, ich weiß jetzt nicht, was gegen Hemd mit aufgerollten Ärmeln und Hosenträger spricht, aber naja. Och, wenn es nur das wäre. Fragt nicht. Fragt einfach nicht. Weswegen ich eigentlich euch fragen wollte, eine alte Freundin von mir hat, oder uns besser gesagt, hat sich mal wieder gemeldet. Sie guckt dabei schon ein bisschen so Seitenblick zu dem guten Herrn Thomas. Mary. Mary? Mary? Mary Dobson, Mary. Von der Uni-Zeit. Mary von der Uni-Zeit. Ja, du weißt doch, die Schöne, die mit Sammy zusammen war. War. Ach, die Mary, auf die du die ganze Zeit gestanden hast? Jeder braucht eine Muße. Und Mary ist eine außergewöhnlich schöne Muße gewesen. Die Mary, der du andauernd nachgestellt hast? Ich grinse ein bisschen. Anderson, das nennt man den Hof machen. Ja, den Hof machen oder nachstellen ist doch einerlei. Ist auch Jacke wie Hose, aber ja, ich dachte, biedere Dinge aufzupolieren und schöner klingen zu lassen, ist mehr so mein Job hier. Aber egal. Ach, hier hat Mary, ja, die war doch auch im Sport. Ja, die hat doch auch viel Sport gemacht, na klar. Ja, sie hat ja vor schon einiger Zeit dann Sammy geheiratet, wo sie auch alle dann zuletzt gesehen hatten. Und dann sind sie glücklich, die beiden, umgezogen nach Chicago. Chicago. Und ihr habt dann ja wahrscheinlich auch die Karte bekommen, dass Todesanzeige durch einen Autounfall ist ja Sammy leider aus dem Leben gerissen worden. Ja, ich habe ihr natürlich direkt einen Brief geschrieben. Ja, das habe ich irgendwie am Rande mitbekommen, das stimmt wohl, ja. Nicht schön, nicht schön. Also nicht das mit deinem Brief, sondern mit der Todesanzeige. Ich habe dir den Brief doch vorgelesen, Anderson, das war, ich habe sehr viel Mühe in diesen Brief gesteckt. Du weißt, wie lange ich hier an deiner Bar gesessen habe, um den zu schreiben. Anderson, als du das sagst, wird Anderson minimal rot im Gesicht und verschwindet kurz unterm Tresen, weil ihm wohl der Lappen runtergefallen ist, damit man das nicht sieht, und taucht dann kurze Zeit später wieder auf. So. Ja, weiß ich. Die Rechtschreibfehler waren teilweise zum Abtauchen. Aber naja, wir lernen ja alle noch. Und haben aber auch mal den Kopf woanders. Aber ich dachte, Mary wäre noch in Chicago. Warum? Sie
ist danach, vor ein paar Monaten, mit ihrer jüngsten Tochter, mit ihrer Tochter nach Jupiter Spring gezogen. Glaube ich zumindest, um da ein neues Leben anzufangen. Das erklärt, warum meine letzten 5 Briefe zu mir zurückgekommen sind. Ich dachte schon, ich habe schon das Schlimmste befürchtet, dass sie mich hatte erneut abblitzen lassen, aber wenn sie gar nicht bekommen hat. Ha, eine freudige Nachricht. Ja, nur mich irritiert es. Sie hat mich letztens angerufen in der Kanzlei und war vollkommen durch den Wind. Sie klang verzweifelt, fahrig, wirrig. Es war komisch. So kannte ich sie gar nicht. Warte, Evelyn, du hast ein Telegramm in deinem Büro? Warum weiß ich davon noch nichts? Ich hätte doch Mary ein Telegramm schicken können. Frag dich, warum. Das tut überhaupt nichts zur Sache. Und es war ein Telefon, sonst könnte ich ihre Stimmlage nicht raushören. Ich weiß nicht, ob du regelmäßig im Papier horchst, aber dann würde ich mir echt Sorgen machen. Aber sie war komplett fertig und ich habe sie kaum verstanden. Und sie hat irgendwie das wirres Zeug gefaselt. Es war vollkommen unzusammenhängend, als könnte sie keinen klaren Gedanken und dergleichen mehr fassen. Also, sie könne nicht falsch sprechen, habe Angst, irgendwas. Ich habe nur die Hälfte verstanden, allein inhaltlich, und die andere Hälfte wurde von der Verbindung verschluckt. Und sie hat irgendwas gemeint, dass wir nach Jupiter Springs kommen sollten und sie dringend Hilfe bräuchte. Wie weit ist es nach Jupiter Springs? Anderson, du hast doch einen Wagen. Eine Dame in Not, das spricht doch geradezu danach, dass Thomas O'Malley zu ihrer Rettung eilen muss. Also zusammen natürlich mit Anderson, weil ich habe das Aussehen und Anderson die Kraft. Wir sind ein Dreamteam. Das waren wir im Studium schon. Ja, und wer durfte dich immer rausboxen? Anderson. Du kamst dann ins Spiel, wenn die Freunde ankamen. Ja, ganz genau. Oder Oder der Rektor, der Hausmeister, die Polizei, der Typ von um der Ecke, der Nachbar mit diesem aggressiven Gartengerät, der war echt fies teilweise. Nur weil ich einmal in sein Blumenbeet gepinkelt habe. Ich will es nicht wissen. Bitte. Nein. Ich glaube, er würde die Hacke heute noch schärfen. Einmal, dass ich mich erinnere, sagen wir so. Ja, Anderson, du hast von Jupiter Springs zwar so noch nie gehört, aber du hast unter deinem Tresen, weil du ja auch diverse Male schon durch den Bundesstaat gereist bist, um deine Schüler zu Turnieren zu bringen, einen Atlas der Highways Alabamas. Und den konsultierst du, um herauszufinden, wo Jupiter Springs liegt. Ich wollte gerade sagen, der fällt mir dann natürlich ein. Ich hole dann dieses abgegriffene Buch, weil ich gucke da recht oft rein. Nicht nur, um zu Turnieren zu kommen, sondern auch um andere Dinge zu transportieren, brauche ich den. Und blätter dann halt mal Jupiter. Ne, also klatscht den halt auch einfach so auf den Tresen, so puff. Und dann Jupiter Springs, JS. Thomas bringt noch seinen Whisky in Sicherheit, bevor er umgeschmissen wird. Ja, und dann wirst du so ziemlich am anderen Ende von Alabama dann so einen kleinen Fleck irgendwo im Nirgendwo finden, der auf den wunderschönen Namen Jupiter Springs hört. Du würdest schätzen, je nach Fahrstil und Wetter, irgendwas zwischen 4 und 6 Stunden würdest du da jetzt mit dem Auto hinbrauchen. Boah, das ist ja noch mehr JWD als befürchtet. Also meine Freunde. Also Jupiter Springs ist ein ganz schönes Gammelkaff. Also, im Ernst, das ist... Sag mal, wo liegt das? Da, mit einem Nichts. Ich stolz mit meinem Finger auf diesen, auf so einen Fleck Nichts. Thomas ist halt nicht der Größte mit 1,65 und beugt sich halt, also so halb hängt quasi halb auf dem Tresen drüber. So, da war ich tatsächlich auch noch nicht. Sieht nicht nach einer trinkgeldreichen Gegend aus.
Ja, das stimmt wohl. Und ich schätze mal so, 6 Stunden sollten wir brauchen. Wenn vielleicht, je nach Wetter und wie wir es haben. Ja, wenn wir direkt aufbrechen wollen, würde ich aber vielleicht mal ein bisschen Sachen holen. Wer weiß, wie lange wir da sind. Ja, direkt aufbrechen? Dann müsste ich die Leute rauskehren. Hallo? Ich wollte gerade sagen, und Miss Miller, die möchte gleich noch ihren Song hören. Lalalala. Dinge, die ich nicht wissen will. Also, die gibt mir $50 dafür. Da kann ich jetzt nicht einfach gehen. Ich bin dafür, wir... Mary klang sehr wir machen das einfach. Morgen... Das Problem nach ist, 12 auf jeden Fall. Sie hat mich heute vor, glaube ich, 3 Stunden angerufen und es war. Also, ich war kurz davor, schon alleine hinzulaufen. Hm. Irgendwas hat da richtig, richtig schief gelaufen sein. Keine Ahnung, was. Vielleicht hat. Das ist so ein Hinterwäldecker, vielleicht haben irgendwelche Freaks ihre Tochter entführt oder so. Okay, das klingt dann doch nach einem Notfall. Einen Moment. Und Thomas steht auf. Und um ihn vielleicht einmal zu beschreiben, er ist natürlich schicke, also schon hat eigentlich recht gute Klamotten an. Also weißes Hemd, natürlich Anzug, wie es sich da für damalige Verhältnisse gehört. Der Hut liegt am Tresen. Und er ist auch sehr, sehr gut aussehen. Also der sieht tatsächlich noch aus, als wäre er unter 30. Halt so knapp, also wenn man den schätzen würde, würde man so ja, zwischen 28, maximal 32 mit sehr viel Mutwillen dabei. Und er würde tatsächlich zu einer der älteren Damen gehen. Das ist halt so eine Runde aus 3 älteren Damen, die quasi wirklich zu den Stammgästen gehören. Anderson kennt die mit Sicherheit auch. Wird dann eben dorthin gehen und Miss Miller, es tut mir leid, es tut mir unendlich leid, ich glaube, wir müssen den heutigen Auftritt leider absagen. Mir ist da leider eine sehr, sehr eine dringliche Angelegenheit dazwischen gekommen. Aber ich verspreche Ihnen, am Sonntag zum Brunch komme ich persönlich bei Ihnen und Ihren Freundinnen vorbei und werde dort das Liedchen für Sie nachholen. Oh, das ist aber großartig. Dann lade ich meine komplette Kanasterrunde ein. Ach, vorzüglich. Die schwärmen richtig von Ihnen. Sie müssen mal so ein Tonträger herausbringen. Ach ja, ich weiß noch nicht, vielleicht entdeckt mich ja jemand. Ja, ganz bestimmt, diese Stimme, die muss gehört werden. Ach, Sie schmeicheln mir, Miss Miller. Dann wünsche ich den Damen noch einen schönen Restabend und wir sehen uns dann am Wochenende. Auf jeden Fall, ich freue mich. Ja, und er würde dann wieder zurück zur Theke gehen. Anderson, du kannst zumachen. Du meinst, den Ausfall bezahlst du mir. Ja, du hast doch da diesen halblebigen Typen da hinten im Keller stehen, oder wer war das? Oder hat er heute frei? Nee, der hat heute frei. Ach, Mist. Ich dachte, der könnte auch mal was tun. Du kommst einfach mit zu der Kanasterrunde von Miss Miller. Die lassen so viel Trinkgeld springen, wenn die einmal anfangen mit dem Trinken. Danach fliegen die Dollars, ich sag's dir. Dann sollte ich wohl ja mal was mitbringen. Ich glaube, es geht darum, dass du dich mitbringst und sie bringen dann dir was. Ja, ich glaube, die Freundin von der Miss Miller, ich glaube, Patricia, ich glaube, die hat ein Auge auf dich geworfen. Ich meine, die ist natürlich auch schon in den 70ern, aber die bezahlt so gutes Geld. Für Gesellschaft. Ja, Gesellschaft. Also ich will jetzt hier
Und ich dachte, meine Klienten werden schlimm. Ich dachte schon, meine Klienten werden schlimm. Also, können wir uns vielleicht einfach darauf verabreden, hier in einer halben, dreiviertel Stunde nochmal anzutanzen mit Zahnbürste und Nachthemd im Koffer? Ja, bevor jetzt hier Diskussionen über Frauenbesuche kommen? Das hatte ich doch früher auch nicht gehört, aber gut. Da waren sie auch noch jünger. Ich muss dann die Kundschaft rauskennen. Also, naja. Bis gleich. Bis gleich. Geht entlassen quasi die Leute bestimmt, aber freundlich etwas lautstark aus dem Keller scheuchen. Andersen, fährst du? Ja, ich kann fahren, das passt schon. Du siehst so einen Gesichtsausdruck, der so denkt, warum habe ich nochmal gefragt? Okay. Ich guck gerade, wo mein Fahrenwert steht. Dein Fahrenwert heißt nicht, dass du abwartest. Autofahren steht das, das ist ganz links, dritter. Ah, auch das kann ich. Ja, ist die Frage, ob das dein Auto auch überlebt. Und wie? In den Straßen. Das Auto, das ist ein Stück Andersons Auto, das ist so ein Box. Andersons Schule. Ringen und Boxen. Ja, und dementsprechend wird dein Fahrstil sein. Ringen und Boxen im Ring, nicht auf der Straße. Ja, wie dem auch sei, das mit der halben Stunde von Evelyn ist ein bisschen optimistisch geschätzt. Mobile Alabama ist ein bisschen größer. Ihr werdet es ungefähr schaffen. Ihr könnt gleich ja gerne nochmal beschreiben, wie ihr euch dann auf diesen Kurzurlaub in Jupiter Springs vorbereitet. Ihr werdet es schaffen, so gegen Mitternacht euch wieder an der Bar zu treffen. Thomas wird auf jeden Fall so ein... Ja, es ist tatsächlich eher so ein Rucksack. Es ist, wer das erkennt, so ein alter Armee-Rucksack, den er quasi gepackt hat. Er hat sich auch umgezogen. Das heißt, er trägt zwar auch einen Anzug, aber das sieht eindeutig aus wie ein Reiseanzug. Der ist halt ein bisschen ausgeblichener, ein bisschen schmutziger. So. Nicht mehr ganz so gesteckt und gebügelt. Genau, richtig. Ja, und wird wahrscheinlich dann auch, weil er tatsächlich nicht so viel hat, was er packen muss, wahrscheinlich dann schon auf die anderen vor Andersons Laden warten. Und Evelyn? Evelyn hat wahrscheinlich schön fein säuberlich alles in ihr Köfferchen gepackt, damit es auch bloß nicht hin und her fliegt und sie ihn auch noch tragen kann. Und hat dann noch die Adresse von einem ihrer ersten Briefe, nachdem Mary umgezogen ist, und mit der neuen Adresse nimmt den mit, hat noch so ein paar andere Briefe dabei, die mal in den Jahren sich angesammelt haben. Und hofft jetzt einfach mal. Und sie hat keine Absatzschuhe. Keine. Die Dinger sind schrecklich. Egal in welchem Jahrtausend. Den kann man nicht laufen. Ja. Und was packt Anderson für den Kurzurlaub ein? Ja, ich packe natürlich eine Ersatzhose, eine Ersatzunterhose, Hosenträger, es ist eine 22er Automatik mit Ersatzmunition. Man weiß ja nie. Also ich packe es halt auch in dem Wissen ein, dass ich eigentlich gar nicht richtig gut schießen kann, aber zum Einschüchtern reicht es meistens. Ich packe meine Reisemelone, meine zwei Schlagringe und die Ersatzschlüssel und die Hauptschlüssel von meinem Wagen ein. Immer ratsam, ein zweites Verschlüssel dabei zu haben. Ja. Als ich mal die richtigen verliere,
dann, dass wir immer noch wegkommen. Und ich prüfe vielleicht noch mal in den Sprit, was drin ist und alles, ob auch alles in Ordnung ist. Ein paar Schrauben nach und dann passt das schon. Also beim Auto. Ja, und so werdet ihr euch dann vor der Bar treffen. Na, das wird jetzt ja eine spaßige Reise wahrscheinlich. Ach, Evelyn, ich wollte doch schon immer mal mit dir auf Tour gehen. Und der tätschelt dir so kumpelhaft auf die Schulter. Das Tourleben, das habe ich schon so ein bisschen vermisst. Ach, erzähl das der armen Clary. Die Arme muss jetzt meinen ganzen Job machen und alle morgen anrufen, dass sie jetzt vielleicht nochmal einen Tag nicht kriminell sein dürfen. Ja, die werden auch einen Tag ohne dich überleben. Ich hoffe. Zwei oder drei. Denke ich doch auch. Außerdem kommen wir so wieder ein bisschen rum, sehen ein bisschen die Natur in Nähe von diesem Jupiter-Kaff. Naja. Ist doch, hat doch was für sich. Anderson, hast du Reiseproviant mit? Ich habe natürlich Reiseproviant mit, natürlich, habe ich doch daran gedacht. Den flüssigen, ne? Ich hoffe auch etwas, um 4 Leute satt zu bekommen, nicht nur flüssig. Ich sage bewusst 4, du bist schwer wie 2. Nee, komm schon, und ich habe nicht nur flüssigen Proviant mit, aber auch an den habe ich gedacht. Also, Evelyn, du weißt doch, Anderson ist nicht schwer, der hat schwere Knochen. Ich hätte jetzt Muskelmasse gesagt, aber okay. Das auch. Knochen und Muskelmasse. Nicht wahr, Anderson? Kommt hin. Gut. Das kommt gut hin. Willst du vorne sitzen, Evelyn, oder? Ach ja, ich versuch's. Dann kann ich ja zwischendurch mal ein bisschen knuffen, wenn er einschlafen sollte. Wag dich. Gut, dann gehe ich hinten. War es ein offener? Hattest du einen offenen Wagen hinten oder war der zu? Also, nee, ich habe so einen Kastenwagen, der halt quasi mit so einer Plane abgedeckt werden kann. Also der aber vorne im Führerhaus, der hat quasi so eine kleine Rückbank, hat er schon. Also wir können da zu dritt vorne drin sitzen. Ah, okay. Wenn es wirklich nur eine Plane ist, wird es sonst ein bisschen zügig. Kommt naja, nee, dem vorne ist der, vorne des Führerhauses ist feste zu, aber hinten die Ladefläche, die ist halt. Deswegen, wenn der Lucky da hinten rein will. Kommt drauf an, was für eine Zeit wir hätten, wenn es jetzt Sommer wäre. Sommer in Alabama. Ihr habt den 24. November. Ja, okay, dann lieber auf der Rückbank. Den Vorabend zum amerikanischen Thanksgiving-Fest. Ja, dann wird's kuschelig vorne. Geburtstag. Also Andersons Geburtstag. Dann wird's kuschelig vorne. Ja, ich meine, damals gab's noch keine Anschleifpflicht, also hoch lass die Beine bei dir. Hinten. Ja. Also, ja. Also Thomas liegt quasi hinten. Hat so seinen Rucksack quasi so als Kopfstütze, so als Nackenrolle. Und er ist ja Sänger, er ist kein Musikant. Also der kann halt ein paar Grundinstrumente spielen. Das heißt, der könnte schon die Gitarre so als ein bisschen als Begleitung spielen, aber sein Musikinstrument ist die Stimme. Das heißt, ich brauche das Radio mal wieder nicht anmachen. Stück mein Rück. Wolltest du nicht vorne sitzen? Für den Koffer? Da, pack den doch hinten auf die Ladefläche. Ich hab doch eine Ladefläche. Puh. Ja, da fällt schon nichts runter. Im Zweifel habe ich auch ein paar alte Gürtel, um das festzumachen. Das sagen sie alle. Pack den Koffer nach hinten, steckt er ihn. Keine Kultur, ihr Banausen. Anderson steigt dann auch rein. Die Federung des Wagens quietscht ein wenig, protestierend. Aufgrund seiner doch kräftigen Statur. Und dann steckt er halt den Schlüssel ein. Na dann, auf nach Jupiter Springs. Und startet den hustenden, dann schnurrenden Motor. Und fährt los. Kann denn die gute Evelyn Karten lesen? Total. Also den Atlas habe ich natürlich auch mitgenommen, oder eine Karte zumindest, den Atlas vielleicht nicht. Mhm. Aber
Ja, irgendjemand muss Anderson halt, sonst macht Anderson das selbst, und zwar auf dem Lenkrad. Also ich kann auch Auto fahren, vielleicht ist auch so ein bisschen Kartenlesen bei. Ja, dann mach du doch einfach mal eine Probe auf Autofahren, wenn sich da nicht gerade was Besseres anbietet. Ich habe Orientierung 31. Orientierung ist noch ein eigenes Talent. Orientierung ist noch ein eigenes Talent. Ja. Das ist ja die Frage, wo dann Kartenlesen reinkommt. Ja, dann mach doch mal eine Probe auf Orientierung, um zu schauen, wie gut ihr den Weg nach Jupiter Springs irgendwo in dieses Nirgendwo Du findet. Weißt, wie viel so 10% sind? Ja. Das heißt, Direx, keine Fahrenprobe jetzt, ja? Nee. Okay. Ich möchte aber gerne tatsächlich, wenn Evelyn dann quasi sich dieses Atlas nimmt, oder diese Karte, gerne ihr, weil ich sitze ja eh hinter ihr, also ich kann ja quasi ihr über die Schulter gucken, und gucken, was sie für einen Weg auswählt. Und je nachdem, ob ich denke, dass das richtig oder falsch ist, dann korrigieren. Ja, dann mach doch mal die Probe mit einem Bonuswürfel. Ja, es gibt noch Chancen. Oh, ja. Hä? Wieso? Wir müssen doch nach links und nicht nach oben. Guck mal, nach oben geht doch gar nicht. Da steht ein Haus im Weg. Ja, also Anderson, als Evelyn schon anfängt zu protestieren, als du aus der Ausfahrt raus bist und euch Richtung Hafenbecken navigieren möchte, bist du dir ziemlich sicher, dass du auf ihre Anweisungen mit der Karte nicht so viel Wert legen möchtest. Ja, gib die Karte mal. Tommy, mach du mal. Wir landen sonst noch im Hafenbecken. Ja. Ich würde so mit einer Hand lenken und die Karte quasi Evelyn irgendwie wegschnappen und nach hinten einfach falten, so quasi erstmal auf dein Gesicht so, weil ich halt auf die Straße achte und nicht wirklich sehe, was ich da mache. Lass mal gucken, ob ich da etwas besser bin als unsere gute Evelyn. Ich fahre halt nur im Stadtgebiet. Da fahre ich auch ab und dann. Warum hat er jetzt... Ja, irgendwie nach links, ne? Also Evelyn, die hatte schon recht. Also, wenn wir jetzt so weiterfahren, siehste? Fahren wir völlig falsch. Du musst umdrehen. Dann fahren wir ins Hafenbecken. Gib die Karte. Ja, nee, du musst schon vorher bremsen. Und dann da wieder links. Ich halte an, krapf mir die Karte und, ohne irgendwelche Boni. Ja. Ja, du bist so oft gefahren auch schon, dass du kannst deine Karte... Bitte? Der ist trotzdem 3 Würfel gemacht? Du musst bei Bonuswürfel 0 eingeben. Oder du würfelst einfach ein D100. Das geht auch. Aber es ist egal, die 34 ist ja vorne. Die 34 ist... Ich bin halt, also Karten, ich kenne halt meine eigenen Routen zu Turnieren hin. Aber ich brauche halt immer eine Minute, bis ich an den Weg kenne. Ja, es wird halt... Es wird halt nicht so easy, also die geschätzten 5-6 Stunden, die du angepeilt hast, die erreicht ihr nicht so ganz. Ihr braucht ein bisschen länger, ihr nehmt ab und zu mal irgendwie eine falsche Abfahrt auf dem Highway. Wie kenne ich den Sandhügel? Und so ergibt es sich tatsächlich, dass ihr in Jupiter Springs ankommt und wunderbar romantisch tut sich dieses Örtchen vor der aufgehenden Sonne auf für euch. Also ihr seid die ganze Nacht durchgefahren. Wahrscheinlich wird der eine oder andere auch nochmal ein kleines Nickerchen gemacht haben, wenn denn Thomas O'Malley das zugelassen hat mit seiner Gesangsstimme. Der schnarcht ziemlich laut auf dem Rücksitz. Dann wird er entweder mit irgendetwas beworfen, bis er wieder aufhört zu schnarchen. Gib ihm was von dem Flüssigproviant in den Hals, dann hustet er mehr, als dass er schnarcht. Zuckerin nach hinten. Und am Ende gurgelt er noch. Moment, warte mal. Sie holt so ein Stückchen Brot raus, bricht es ab und steckt es dir in den Mund. Korken gehen immer.
Oh Gott. Ich könnte schwören, ich hätte geträumt, jetzt hätte mir, ich will jemand versucht, mit Brot zu ersticken. Das hast du nicht nur geträumt, wieder zurückgestopft. Du schnarchst. Ich bitte? Ja, und das sehr laut. Wahrscheinlich wissen die jetzt eh schon, dass wir kommen. Das ist Evelyn. Ich habe in meinem Leben noch nie geschnarcht. Doch. Wie auch immer. Oh. Da sieht das Örtchen sieht ja gar nicht so schlecht aus in diesem Licht. Irgendwie sieht das zu nett aus. Ja, tatsächlich ist Jupiter Springs ein sehr malerischer Ort. Es ist ziemlich ländlich. Rund um Jupiter Springs sind die nicht mehr in Blüte stehenden Getreidefelder, denn die Ernte ist eingeholt. Man möchte ja jetzt das Thanksgiving begehen. Und ja, das Örtchen wirkt ein bisschen verschlafen. Wenn man sich so die Häuser anguckt, vielleicht auch noch nicht so ganz im 20. Jahrhundert angekommen. Ja, Leute sind schon unterwegs, dekorieren ihre Häuser, den Marktplatz, all das Ganze. Jupiter Springs ist nicht ganz so ein Kaff, wie ihr gedacht habt. Es hat schon sehr viele Häuser, es ist schon ziemlich groß, aber alles halt irgendwie, als sei es aus dem vergangenen Jahrhundert stammt. Blumenbeete sind gepflegt. Man könnte fast meinen, einen englischen Rasen zu sehen. Ja. Leute, wenn ihr mit dem Auto ein bisschen durch den Ort fahrt, schauen euch zu, nehmen ihre Hand an den Hut, machen freundliche Gesten. Findigen freundlich zurück. Hi. Ich tippe mir auch freundlich an den Hut. Mhm, ich hebe meinen Zylinder. Du hast einen Zylinder? Ja, ich habe einen Zylinder. Okay, wow. Es ist echt ein malerischer Ort hier. Es ist schon fast musisch. Es ist schon fast zu musisch. Ja, aber also ich finde, das ist mir liegt Kaff. Ein Song auf den Lippen. Wir müssen, glaube ich, da vorne rechts. Vielleicht, da vorne rechts, bist du jetzt sicher? Ich dachte eher links. Egal. Das ja, heißt, wir fahren einen rechts. Song über Alabama. Ich würde ihn nennen Sweet Home Alabama. Süße Heimat Alabama. Hm. Ach, das wird doch nie ein Hit. Hm. Ja. Wenn wir wieder zurück sind, schreibe ich darüber. Vielleicht, ich erkenne so einen Musikproduzenten, dem kann ich immer so einen oder anderen Song für einen 10er oder einen 20er verkaufen. Ich würde fast behaupten, also mit dem schnöden Titel, ne, versuch's. Naja. Wie war die Adresse noch gleich, Evelyn? Main Street 5. Main Street 5. Sag ich ja, davon rechts. Ich bin ja von links rechts abgebogen, aber. Ist das schon die Main Street? Ja, noch nicht ganz. Also, wenn du bei der nächsten dann nochmal links abbiegst, da ist das Straßenschild, ja. Ach so, okay, sonst hätte ich mich jetzt durchgefragt. Aber dann, wenn wir das so finden, dann brauche ich natürlich keine Passanten anhalten. Dann, ja, da steht Main Street. Und ich biege erstmal nach links ab. Allerdings ist die 5 auf der rechten Seite der Main Street. Das heißt, wir müssen nochmal umdrehen und sind dann endlich da. Und dann halte ich mit tuckerndem Motor und quietschenden Bremsen vor dem Haus mit der Nummer 5. Oh, ich glaube, wir sind da. Ja, als ihr dort vor Haus Nummer 5 wartet, geht auch schon die Türe auf, so als hätte Mary auf euch gewartet. Wenn ihr euch so beim Aussteigen ein bisschen umseht, merkt ihr, wie diese freundlich begrüßende Atmosphäre sehr, sehr schlagartig
sehr skeptischen und neugierigen Blicken weicht. Kommt sie raus, oder? Sie steht in der Tür. Wie sieht sie bzw. das Haus aus? Also ist das Haus, passt das in diese, sag mal, der Stadt rein? Sieht das eher im Vergleich zu den anderen Häusern schäbiger aus? Ist das relativ ähnlich? Wie so mit Garten gepflegt? Musst du dir so ein bisschen vorstellen, einfach so eine Reihenhaussiedlung. Ein Haus gleich dem anderen. In Deutschland würde man sagen, es unterscheidet sich über den Gartenzwerg. So. Aber es sieht halt genau aus wie die anderen auch. Also das ist ja sicher, ja, dass das irgendwie verwahrloster wäre. Okay. Richtig. Und Mary selber, wie wirkt die, wenn wir sie jetzt in der Tür sehen? Ja, sie ist quasi, hat sich seitdem ihr sie damals auf ihrer Hochzeit vor 7 Jahren gesehen habt, äußerlich an und für sich nicht viel verändert. Was ihr definitiv sieht, ist, dass sie tiefe Augenringe hat und generell so aussieht, als hätte sie mindestens eine, wenn nicht sogar 2 Nächte nicht mehr wirklich geschlafen. Und sie verschränkt auch die Arme so ein bisschen, als ihr auf das Grundstück quasi geht. Thomas wird auf jeden Fall vorgehen. Mary, ja, meine Liebe. So zauberhaft wie immer. Und würde sich nicht dagegen wehren, würde ihr definitiv so einen Wangenkuss geben. Ja, sie lässt tatsächlich, ja, sie lässt gewähren, ist vielleicht der falsche Begriff. Sie wehrt sich nicht, sagen wir es mal so. Anderson reibt sich auch so ein bisschen so die Nasenwurzeln und denkt sich so, oh Mann, warum? Und beäugt ansonsten die skeptischen, also wenn er dann die skeptischen Blicke wieder bemerkt, macht schon so ein bisschen so, ich bin breiter als du. Also nicht so offensichtlich prollig, aber ne, baut sich so ein bisschen auf, damit die Leute auch nicht näher kommen. So. Ja, wenn du tatsächlich so ein bisschen... Also einfach zeigen, ich bin jemand. Ja, in dem Moment, wo du halt auch so ein bisschen Präsenz zeigst, ist das auch tatsächlich so, als wäre nichts gewesen. Die Leute gehen sehr, sehr geschäftig wieder ihrem Alltäglichen nach. Und schön, dass ihr da seid. Das ging echt schnell. Lass uns erst mal reinkommen. Ja, natürlich. Und sie, ich hoffe, es war okay, dass ich noch die 2 Jungs mitgebracht habe. Aber natürlich, Evelyn, lass uns reingehen. Ja, und er schiebt sie quasi so mit rein. Also mit ihr schiebt er sich rein. Ja, ich folge dann als Letzter, nehme, wenn ich reingehe, auch meine Melone ab. Der Höflichkeit halber. Wenn sie die Tür nicht gezielt zumacht, würde ich das tun. Ja, da Thomas sie wahrscheinlich ein bisschen in ihre eigene Wohnung reinschiebt, wird sie dazu nicht kommen, ja. Sie führt euch quasi so in ihr Wohnzimmer. Wollt ihr einen Kaffee? Es ist unglaublich früh. Ja, gerne, meine Liebe, wenn es keine Umstände macht. Kaffee wäre was. Ich musste die Nacht durchfahren und da hat jemand auf der Rückbank geschnarcht. Da konnte keiner schlafen. Ja, Evelyn, es ist tatsächlich, sie schnarcht relativ laut. Seit wann habe ich geschnarcht? Ich habe dir noch ein Brot in den Mund gesteckt, hat aber auch nicht geholfen. Man sollte tiefer reinkommen. Soll ich dir bei dem Kaffee helfen? Das geht schon. Sie verschwindet. Wirkt sie auch genauso fahrig und... Sie wirkt einfach fertig. Ziemlich fertig. Also stell dir halt vor, du hättest ein paar Tage nicht geschlafen, so wirkt sie. Ich würde mich mal sonst so umgucken in der Wohnung, Wohnzimmer. Ja, im Prinzip. Es darf mal jeder eine Probe auf Verborgenes erkennen machen. Es gibt ja kein Cthulhu-Abenteuer ohne Verborgenes erkennen. Ich hätte jetzt einfach nur geguckt, ob sie hübsche Deko hat, aber okay. Vielleicht fällt ja was auf. Das ist ein Erfolg.
Streber. Das wäre sogar fast der zweite Schwierigkeitsgrad übertroffen worden. Du bist ein Streber. Habe ich das richtig geworfen? Also, das mal gerade ich glaube, du hast eine 4 geworfen, Lakrima. Ja, du hast eine 4 gewürfelt. Streber! Du hast... Alter, noch. What? Okay! Also wir erkennen alles, was hier... Wir wissen einfach alles. ...was morgen ist. Ja, im Keller. Ihr Leichen im Keller werden euch definitiv nicht auffallen, denn dieses aber Haus... Aber hässliche Deko. Euch sind, ist kein Keller aufgefallen. Ihr seid in Amerika, da haben die wenigsten Häuser tatsächlich irgendwie sowas, was man auch nur ein Fundament nennen könnte. Das stimmt. Was euch aber auffällt und was insbesondere Evelyn sehr komisch vorkommt, weil ihr regen Briefkontakt gehalten habt und sie eigentlich immer davon erzählt hat, wie stolz sie auf die kleine Emma ist. Nirgendwo stehen Bilder von Emma. Aber von ihr und Sammy stehen Bilder. Ja. Das fällt natürlich Thomas auch auf. Und Anderson hat es, glaube ich, auch geschafft. Oder? Ja, habe ich. Ja. Ja, ja. Dann ja. Fällt das euch allen relativ zügig auf, dass es halt diese Happy Family Bilder, die man irgendwie erwarten würde, die gibt es nicht. Es gibt Bilder von der Hochzeit, es gibt Bilder von Marys Eltern, es gibt Bilder von Sammys Eltern. Gibt's leere Bilderrahmen oder Bilderrahmen, wo uns ein Teil weg sind? Nee. Komisch. Evelyn, du hattest ja noch ein bisschen mehr Kontakt. Hilf mir mal auf die Sprünge. Hatten die beiden nicht ein Kind? Doch, eine Tochter. Ja, so kam ja auch. Während er dann hebt Thomas so quasi so eins dieser, sagen wir so, das Hochzeitsbild, so das ganz typische Hochzeitsbild, was da so steht, auf so. Aber irgendwie. Ich sehe nirgendwo Bilder. Vor allem sollte Emma jetzt auch schon irgendwie so 4, 5 Jahre alt sein? Ich kenne mich mit Kindern nicht aus, aber laufen die nicht normalerweise schreiend durch so ein Haus? In dem Alter nicht mehr unbedingt schon, schreiend, ja. Aber schon hörbar. Fällt euch bei den guten Proben definitiv auch auf, dass nicht ein Mucks außer gerade das Werkeln aus der Küche zu hören ist. Und kein Spielzeug oder sowas irgendwo rum. Gar nichts. Ich würde mal leise, halt nicht schleichend, Richtung Küche. Ja, du wirst dann auch das Gewerkel hören. Wirkt sie da, als wüsste sie, wo alles steht? Oder fällt ihr was runter? Oder? Als du in dem Türrahmen erscheinst, schreckt sie zusammen und lässt dabei eine Kaffeetasse fallen. Oh Gott, was ist denn los, Mary? Es tut mir leid, ich wollte dich nicht. Bist nur du. Wer denn sonst? Gleich. Mary, alles in Ordnung? Ja, alles gut. Ja, ich komme sofort. Nur eine Tasse runtergefallen. Ich helfe, die Tasse einzusammeln. Ja. Alles okay, du siehst echt fertig aus. Ja, ich erzähl's euch gleich und du siehst, wie auch ihr dabei so Tränen von den Augen kullern. Ach gut, Mädchen, setz dich schon mal rein. Ich krieg das auch hin. Kaffee kochen kann ich. Alles gut, er ist schon fertig und sie geht ziemlich zittrig mit dem Tablett vor. Also sie würde sich an dir vorbeischieben und vorgehen. Ich würde wirklich, glaube ich, eher ihr das Tablett abnehmen, wenn sie es lässt. Würde sie zulassen. In der Zeit, wo ihr das da macht, hat Thomas auf jeden Fall die Bilder, wo das jetzt nicht offensichtlich ist, wo Sammy drauf ist, die man quasi so entweder zuklappen kann oder umdrehen kann, umgedreht oder zugeklappt haben. Nur wenn ihr halt irgendwo hängen, hätte er die jetzt nicht abgehangen. So, das wäre ein bisschen auffällig gewesen. War das andere so... Das ist jetzt Sperrmüll. Anderson beäugt das so ein bisschen, leicht amüsiert, leicht augenrollend. Aber er klopft dir nicht auf die Finger dafür.
Ja, was eventuell dann dem guten Thomas dabei auffällt, zum Beispiel, wenn du so ein paar Bilder vielleicht so umgeklappt hast oder so, auf dem Kamin sieht es irgendwie von der Anordnung der Bilder seltsam aus, als würden Bilder fehlen. Also die sind halt irgendwie immer symmetrisch oder in irgendwelchen Mustern aufgestellt und diese Muster sehen einfach falsch aus. Sehe ich irgendwo Staub, wo vielleicht mal ein Bild gestanden hat? Was dann hinterlässt das ja quasi so einen Bereich, sag ich jetzt mal. Also Staub ist jetzt nicht wirklich zu sehen, da aber auch die Wohnung generell sehr ordentlich ist, würdest du dem wahrscheinlich jetzt auch nicht zu viel Bedeutung beimessen, dass es nirgendwo Staub ist oder so. Anderson, komm mal her. Ja, du hast gerade, Anderson hatte gerade selber irgendwie ein Bild oder irgendwas in der Hand und lässt das so ein bisschen kurz klappernd fallen, hebt es wieder auf und stellt es hin. Also halt nur auf dem Tisch einmal so umgekippt quasi, stellt es hin. Und Thomas guckt sich quasi so verstohlen um, während wahrscheinlich dann noch gerade dieses Gerede von Evelyn und Mary aus der Küche hört. Guck mal, auf diesem Kamin hier, wirkt das für dich auch so, als ob die Bilder komisch angeordnet sind? Oh. Also ignorier das zugeklappte Bild da von Sammy. Du und, Bilder. Ja. Also wenn man dich so drauf hinweist, es klingt plausibel. Also von alleine wärst du wahrscheinlich nie drauf gekommen, aber es könnte schon sein. Ich gucke mir das halt so ein bisschen an und so ein bisschen irgendwie, ich würde ja da noch ein Bild, da noch und da hätte eigentlich auch noch eins hingewusst. Das meintest du doch, oder? Ja, aber die Mary, die ich kannte, hatte immer einen ausgesprochenen guten Sinn für Ästhetik. Das mochte ich so an. Das stimmt. Unter anderem. Ästhetik hatte sie ja unter anderem bei den Cheerleadern. Das stimmt. Mhm, Ästhetik, ja. Mhm. Ah. Nun, ich glaube, sie kommen auch gerade mit dem Kaffee. Wir sollten uns einsetzen. Ja, den Kaffee brauche ich nach deiner Schnarcherei. Ich knuff dir so in die Rippen. Evelyn hat doch geschnarcht. Meine ich doch. Ich zwinker dir zu nach dem Knuff. Guter Mann. Er klopft dir so ein bisschen auf die, auf die Rückenmitte, weil auf deine Schulter ist es schwierig dran zu kommen. Ich wollte gerade sagen, Anderson ist im Gegensatz zu dir doch recht groß, also so 1,80, also so in etwa. Ja. Und dann wenden wir uns wahrscheinlich gerade Evelyn und Murray zu, die in den Raum kommen. Ja, sie, genau. Du trägst das Tablett wahrscheinlich. Ja, dann wird sich Evelyn auf das Sofa setzen und sie kauert da auch tatsächlich ziemlich angespannt. Also ihr geht's definitiv nicht gut. Tja, ich würde dir dann die Tassen verteilen, bis alle versorgt sind. Milch und Zucker steht hier. Ich dann neben sie sitzen. Also, was ist los? Du klangst in deinem Telefon schon anders als sonst. Und du siehst so ehrlich gesagt echt fertig aus. Ja, sie schaut nochmal zu den Fenstern. Sie schaut sich halt ziemlich nervös nochmal um. Da fällt euch eventuell auch auf, dass tatsächlich alle Fenster zugezogen sind, dass also quasi kein Sonnenlicht reinkommt. Sollte jetzt auch niemand mitbekommen. Ich habe euch gerufen, weil ich eure Hilfe brauche. Und sie bricht halt richtig in Tränen aus, hält ihre Hände vor ihre Augen. Sie haben Emma entführt. Jetzt beruhig dich erstmal. Also ich würde die Hände nehmen, trösten erstmal, Taschentuch reichen. Das ist eine Situation, wo Thomas da so ein bisschen überfordert ist, weil weinende Frauen sind nicht sein Fachgebiet. Dann haut er in der Regel immer ab. Deswegen guckt er so ein bisschen Hilfesuchend quasi
zu Evelyn, so nach dem Motto, du machst das, oder? Also, wer hat sie entführt? Ich weiß es nicht. Es waren drei Maskierte. Emma und ich sind vom Einkaufen zurückgekommen. Wir wollten gerade den Einkauf für Thanksgiving auspacken. Und da haben sie die Tür aufgedrückt und die Wohnung gestürmt und dann haben sie mitgenommen. Sie haben mir den Mund zugehalten. Ich habe jemanden gebissen. Und dann haben sie mir irgendwie so ein Tuch vor den Mund gehalten und dann bin ich ohnmächtig geworden. Und als ich aufgewacht bin, da war Emma weg und schaut euch das Kinderzimmer an und sie zeigt auf eine Tür. Ich würde aufstehen und hingehen. Ja, ich würde mal so... Das ist nicht so ein Mann der Tat, das ist so ein... Oh, ich habe was zu tun. Ja, wenn du die Tür zum Kinderzimmer öffnest... Also normalerweise so eine Kinderzimmertür, die ist ja auch schon von außen schon mal so bunt dekoriert oder so mit Namensbuchstaben oder irgendwas. Mhm. Das findest du schon nicht. Mhm. Und als du die Tür aufmachst, das ist einfach ein absolut trister, restlos leerer Raum. Du findest in diesem Raum nicht einmal Tapete an den Wänden. Das war ein Kinderzimmer? Ja, das war Emmas Zimmer. Mir glaubt hier keiner. Die Leute sagen, ich habe mir Emma nur eingebildet. Das glaube ich nicht. Du hast kannst du schon doch die Polizei. Ein Kind nicht einbilden. Kommt so aus dem Kinderzimmer. Was ist denn mit der Polizei? Die ist doch eigentlich zuständig für sowas. Die sagt, ich hätte hier schon immer alleine gewohnt. Ist dir ein letzter Evelyn, hattest du nicht was von Chicago gesagt? Ja. Emma und ich sind dort fort. Wir wollten neu anfangen. Ich konnte diese Stadt nicht mehr ertragen. Nicht diese Menschen, nicht diese Kreuzungen, an der... Ihr wisst schon. Schon in Ordnung. Ja, verständlich. Ja, Anderson kommt wieder zurück. So still. So die grobe Stirn etwas gerunzelt. Sagt Mary... Hm. Ist dir sonst noch irgendwas aufgefallen? Ich nehme an, Anderson hat dann gemeint, dass das komplett leer war, das Zimmer. Ja, das Zimmer ist... Da ist nicht mal mehr Tapete dran. Wer macht denn? Also... Scheint so, als hätten sie versucht, sie auszulöschen. Also das Zimmer sieht auch so aus, als hätte es nie Tapete gesehen. Also... Ja, auch immer, das war also da hängen nicht irgendwelche Tapetenfetzen oder so, diese Wände sind blank. Hat sie mir mal ein Foto von ihr geschickt, von ihrer Tochter? Oder ein Bild? Ein Babyfoto hast du von Emma schon mal gesehen. Damals, als Sammy und Mary noch glücklich waren. Was ist denn passiert? Ihr wolltet gerade die Einkäufer auspacken, aber es werden nicht einfach wahllos jetzt Leute in dein Haus gestürmt sein. Ist dir vorher schon mal was aufgefallen? Nein, genau so ist es gewesen. Emma hat sich so auf den Truthahn gefreut für morgen und wir haben ihn gestern gekauft und ich habe die Tüten dort abgestellt und dann hat die Tür geknallt und dann wurde schwarz. Dann haben die einfach so das ganze Zimmer leergeräumt. Und alle, ich denke, du hattest Bilder von Emma, haben also alle Bilder mitgenommen? Es ist nichts da und mir will keiner helfen. Die Polizei sagt, ich habe mir Emma eingebildet. Hast du vielleicht die Nachbarn sagen, hier haben nie Kinder gewohnt. Hast du vielleicht noch ein Bild von Emma? Irgendwo hier?
sie vielleicht nicht mitgenommen haben in einem Geldbeutel oder dergleichen? Nein. Sie haben selbst das Bild aus meinem Geldbeutel mitgenommen. Sie haben Emmas Existenz ausgelöscht. Und ich habe mir sie nicht eingebildet, das wisst ihr. Naja, das wird auch ein bisschen viel brauchen, um sich einzubilden. Wir kennen uns ja viel schon seit dem Studium. Es ist ein bisschen viel passiert, wenn du dir sowas einbildest. Ich tätschle ihr ein bisschen sanft so die Schulter. Sie also zuckt Mary, zusammen, die als kenne, du ihr die Schulter berührst. Ja, so ein bisschen. Dann ziehe ich an, wenn sie zuckt, so ein bisschen wieder zurück. Weil, oh. Ach, keine Sorge, Mary. Jetzt sind wir da und Thomas und Ellie wird dein Kind retten können. Und natürlich mit Hilfe von Anderson und Evelyn, versteht sich. Das auf jeden Fall. Also Kindertür geht mal gar nicht. Durch welche Tür sind sie denn reingekommen? Durch die Eingangstür. Wo sonst? Na, kommt mal, Jungs. Wir schauen uns das mal an. Mary, beruhig dich ein bisschen. Wartet einen Moment. Und er würde tatsächlich mal an die Vorhänge treten und mal rausschielen, ob die Leute immer noch das Haus beobachten. Oh, das ist eine gute Idee. Mach das mal. Verborgenes erkennen oder willst du irgendeinen Wurf dafür machen? Nee, du wirst halt sehen, wenn Leute vorbeigehen, sie schauen halt immer auf dieses Haus, aber sie bleiben dort auch nicht stehen oder so. Also sie schauen sich alle im Vorbeigehen gerade dieses Haus einfach an, wenn die Leute vorbeigehen. Merkwürdige Leute. Stehen wir dann so zu dritt außerhalb von Marys Hörweite? Also, ich wollte jetzt eigentlich... Ne? Also ja, ich meine zur Eingangstür. Ich wollte eigentlich auch zur Eingangstür, weil man müsste ja Einbruchsspuren sehen, wenn die aufgetreten wurde. Eigentlich. Deswegen wäre Anderson halt auch wahrscheinlich dahin, um sich das mal anzugucken, weil eingetretene Türen, das kennt er irgendwie so. Ja, dann darfst du nochmal auf Verborgenes erkennen würfeln. Ich würde mir die Tür... Also, ihr kennt ja Anderson, er ist jetzt nicht so der Typ fürs Rumsitzen, er ist eher einer, der sich gern bewegt. Das ist halt auch vom Sport noch so, nicht, den kann er nur zeitweise. Ich würde mir auch nochmal umgucken, weil das hört sich gerade sehr komisch die an. Die Tür ist neu eingebaut, da ist nichts. Und auch nochmal das Kinderzimmer. Das Kinderzimmer und alles nochmal angucken, dann darfst du auch nochmal Verborgenes erkennen. Direx, Daniel, die Tür ist quasi wie neu, da ist nicht eine Einbruchsspur dran zu sehen, die ist tipptopp. Und nochmal neu lackiert. Und neu lackiert, also die wurde gestern eingebaut. Anderson findet halt gar keine Spuren an der Tür. Der sieht die Tür, ist eine Tür. Moment. Ja, hast du es geschafft. Normaler Erfolg. Ja, wenn du dann nochmal so dir das Kinderzimmer anguckst, du als Anwältin hast da auch einen etwas geschulteren Blick als der. Ich habe die ganzen Fotos gesehen. Ich Anderson, weiß, wo die was verstecken. Ja, du schaust dir mal nicht nur das Kinderzimmer an, sondern du gehst auch noch mal in die Küche, wo ja Kinderbesteck, irgendwie sowas. Kinderbesteck und wo ja der Einkauf entladen wurde. Du siehst auf jeden Fall in der Küche ein paar Blutspuren auf dem Boden. Also nicht frisch und die sehen auch so aus, als hätte jemand versucht, sie zu beseitigen. Vielleicht beugst du dich ein bisschen zu den Blutspuren runter. Ja, Logo. Dann wirst du auch, es wird so dieser, ja, dieser Geruch von Chemie, die in die Nase kommen. Also als hätte irgendwer was versucht, auch mit Chemie wegzuschrubben. Das, ja, vielleicht. Der Geruch kommt so aus Richtung Mülleimer. Ich guck mal. Da findest du ein sehr, sehr penetrant riechendes Taschentuch.
Ich rieche da mal dran. Oder nicht direkt an die Nase, ob das mir aus Chemikalien, die man zufälligerweise damals noch als Betäubungsmittel angesetzt hat. Hast du Biologie, Chemie, irgendwas Kriminalistik, irgendwie sowas? Irgendwas, womit du das rausfinden könntest? Du weißt vielleicht, dass Thomas O'Malley gerne mal in Büchern stöbert und deswegen einen gewissen Medizinwert hat. Ich glaube, Okkultismus. Nee, nicht in dem Sinne. Sonst, wie gesagt, du kannst. Aber wenn man es schon mal so einatmet, wird einer schwummrig. Könnte ja, also wenn du so daran riechst, die wird sehr schnell sehr schwummrig. Ja, dann darf das gerne drin bleiben. Ja. Also du würdest auch so ziemlich sicher sein, dass du für heute nicht mehr Auto fahren solltest jetzt. Nee, hab ich nicht vor. Habt ihr was gefunden? Also ich tritt dann quasi vor, also Thomas tritt quasi vom Fenster weg und guckt quasi, was ihr gerade so steht. Gibt's sonst noch was von Kindergeschirr oder irgendwas, was auf ein Kind hindeutet? Gar nichts. Also nicht mal Tapeten, so Reste unten an der Leiste oder Kinderkotze im Boden. Also, so wie das Haus eingerichtet ist, könnte man der Polizei und den Nachbarn Glauben schenken, dass es nie ein Kind gegeben hat. Evelyn, konntest du was finden? Wir sollten vielleicht mal ums Haus drumherum gehen. Hier ist irgendwas faul und so richtig. Ja, das sehe ich auch so. Kommt's dann, also Anderson ist irgendwie wieder bei euch aufgetaucht. Übrigens, an der Tür habe ich... Also, ich habe da nichts entdeckt an der Tür. Nochmal kurz zu Mary. Mary, wir gehen nochmal kurz ums Haus. Vielleicht finden wir da nochmal was. Ja. Vielleicht könnt ihr sie finden. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Hier glaubt mir keiner. Ich bin nicht verrückt. Mach dir keine Sorgen, Mary. Wir werden das schon. Und sie knibbelt auch mittlerweile an ihren Fingernägeln. Am besten legst du dich einmal mal hin. Ich glaube, du brauchst ein bisschen Schlaf. Hat sie sonst irgendwie körperlich was? Also da war ja Blut, aber sie ist nicht verletzt. Sie hat zumindest keine sichtbaren Spuren, sagen wir es mal so. Also was dir vielleicht auffällt, weil du als Frau vielleicht auch eher auf sowas achtest und du kennst Mary von früher, sie hat immer lange Nägel gehabt, die sind raspelkurz, aber ungesund kurz, also dieses mehr so abgeknibbelt, abgenagt, also so nervös. Das tut weh nach einer Zeit. Ja, dann Mary, wir gehen uns mal kurz ums Haus umgucken. Ich hol dir noch ein Glas Wasser. Ja. Und dann lässt du dich vielleicht mal ein bisschen hin. Du scheinst echt Schlaf zu brauchen. Ja. Dann geht ihr wieder raus. Ich würde mir beim Durchgehen auch nochmal die Tür angucken. Rausgesprungenes Schloss müsste ja eigentlich mal auffallen. Ja, oder irgendwie ein Schaden im Rahmen. Aber Anderson sagt halt bei der Haustür, er hat nichts gesehen. Auch du wirst mit deiner bestandenen Probe nicht einen Makel an der Tür sehen. Und auch hinter der Tür war nichts, wenn es eine gab. Ja, gibt es, die ist in genauso perfektem Zustand. Also die ist, wie eine Tür sein sollte in Amerika in den 1920ern. Unglaublich stabil. Also wir würden uns wahrscheinlich mal so umgucken, so ein bisschen, ach, schöne Blümchen, hier sind aber uns keine Fußabdrücke, umgucken. Genau, das wäre auch mal eine Frage gewesen, ob wir draußen irgendwo Fußabdrücke finden. Nee. Und übrigens, jeden, der mein Auto irgendwie schief anguckt, genauso schief angucken. Ja, da wirst du wahrscheinlich viel schief gucken müssen, weil ein ortsfremdes Kennzeichen ist halt schon sehr auffällig. Okay, das ist richtig. Aber die Werbeschrift, die macht's wieder. Das ist gut, wenn Leute die sehen. Jungs, irgendwas ist hier sehr komisch. Also wir sind uns sicher, dass Mary auch wirklich ein Kind hatte, oder? Ich hatte ein Babyfoto, also, aber ich... Ich habe mit Mary seit dem Studium nicht mehr viel Kontakt gehabt. Du hattest doch gesagt, du nimmst Briefe oder sowas mit. Ja. Mach mal einen Glückswurf. Uff.
Jetzt geht's los hier. Oh Gott, bei meinem Cthulhu-Würfelglück wird da so viel schief gehen. Ach, mach einfach. Kannst du mit Glück ausgleichen? Funktioniert das nicht. Ach so. Oh, was du noch geschafft haben. Ja, das solltest du geschafft haben. Ja, ja. Ja, wenn du so in deinen Briefen guckst, du hast zufälligerweise auch den Brief mit dem Babyfoto dabei. Würde ich mal das in den Koffer rumwühlen? Also es ist kein einzelnes Babyfoto, sondern es ist halt die glücklichen Eltern mit ihrem ganz, ganz jungen Kind. So ein Foto ist es halt. Und Sam war ja von, ist sie vor einem Jahr in einem Autounfall gestorben, ne? Ja, ist Anfang des Jahres gestorben. Okay, also es ist noch kein Jahr her. Noch ganz frisch? Ja. Also ich... Und kurz danach ist Mary dann umgezogen. Einfach, weil sie die Stadt nicht mehr ertragen konnte. Also ich will jetzt ja nichts sagen, Leute. Aber irgendwas ist hier komisch. Zum einen... Das Kinderzimmer ist komplett nackt. Im gesamten Haus gibt es keinerlei Anzeichen, dass dieses Kind existiert hat. Also nicht mal irgendwelches Kindergeschirr oder Kinderbesteck oder dergleichen. Kein Spielzeug, auch nicht in irgendwie dieser klischeemäßigen vergessenen Ecke. Es gibt gar nichts. Und das, ich sag mal, auch das Kinderzimmer, die Wand hat... Sie sieht aus, als wenn sie noch nie eine Tapete gesehen hat. Ich habe schon ein paar Mal bei mir die Wohnung über der Boxhalle tapeziert. Man sieht die Reste für gewöhnlich, also bei mir zumindest. Ja, Kinder sind nicht sauberer. Und sie willst du am sagen, ich bin ein Kind? Nein, aber Blut kriegt man genauso schlecht raus wie Kind. Und vor allem, das ist... Habt ihr ihre Hände gesehen? Die sind komplett kaputt. Einen das und auch an der Tür sind keinerlei irgendwelche Anzeichen von Einbruch oder dergleichen. Es gibt nichts... So. Stimmt, die Tür sieht gut aus. Das auf, der anderen, auf der anderen Seite, sie hat in ihrem im Mülleimer liegt anscheinend immer noch das Taschentuch. Welches Taschentuch? Was man ihr angeblich vor die Nase gedrückt hat. Aber es riecht noch so böse, das ist noch kein, das ist mehr länger her als, das ist zu frisch, glaube ich. Warum hast du denn, ja. Ein Moment, und ich würde da hingehen und mir das mal genauer Ich würde ihn nochmal zurückholen. Also bevor du gehst, nur bevor wir jetzt wieder reingehen, es sind auch Blutspuren. Und sie hat gesagt, sie hat irgendwie einen gebissen. In der Küche. Sie sind quasi also nicht mehr zu sehen. Wenn sie wen gebissen hat, dann ging es schon heißer zu. Das macht man für gewöhnlich nur, wenn der Instinkt einkickt. Ich frage mich, was los ist. Vielleicht ist auch damals ihr Kind bei dem Autounfall mitgestorben und sie wollte es nicht wahrhaben. Kann ich. Ich weiß, wenn ich mal einen Wurf darauf machen möchte, ob ich schon mal über, ich sag mal, diese psychologischen Folgen von vielleicht Kindsverlust oder Mann mit Kindverlust quasi da was Medizinisches drüber gelesen haben will. Wäre das ein Medizinwurf oder Psychologiewurf? Wahrscheinlich Medizin, ne? Ich glaube, da würde ich eher auf Psychologie gehen. Okay. Leider nicht geschafft. Also ich würde mir gleich nochmal Mary gezielter angucken wollen, wenn die da nochmal in den Taschentuch schnuffeln. Das wäre dann auch Psychologie. Ja. Dann, wenn die Jungs dann nochmal die Küche untersuchen, ich zeige dir auch gerne nochmal, wie die Blutspuren sind. Und Lucky, wenn du dir das Taschentuch nochmal angucken möchtest, darfst du nochmal auf Medizin nachwürfeln. Mhm. Kann ich ihn unterstützen dabei, mal ganz kurz gefragt? Regeltechnisch gibt es das nicht. Ach so, okay, ja, nee, dann nicht. Ich würde versuchen, mal mit Medizin zu reden. Ich habe Medizin auch gar nicht so hoch. Wollte ich nicht Medizin steigern? War nope, er hat auch keine Ahnung davon. Riecht komisch. Genau. Ja, du kannst tatsächlich... Anderson braucht. Cthulhu hat den Regelmechanismus, du kannst, wenn du... irgendwas in deinem Ansatz noch mal ein bisschen veränderst oder da noch mal so richtig Mühen reinsteckst, du kannst einen Wurf forcieren. Ja. Wenn der schief geht, geht's aber dann richtig schief. Das mache ich nicht bei Medizin 20. Okay. Ich brauche auch keine Medizin. Das Ding ist,
Ich habe leider Medizin gesucht, aber ich hätte jetzt halt gesagt, da vielleicht hat man aus dem Boxsport irgendwie eine Ahnung, so ein bisschen, aber da ich keinen guten Medizinwert habe. Biologie hast du doch, wenn dann vielleicht. Naturwissenschaft, könnte ich mit Naturwissenschaft. Ja, könntest du. Okay, dann probiere ich das, weil wie gesagt, vielleicht kann Anderson den Geruch ja irgendwas ähnlichem zuordnen. Thomas hält ihn das quasi so hin, so, Anderson, riech mal. Ey, was ist denn das? Definitiv nicht gut. Nee, leider auch nicht geschafft. Riechst du wie ein bisschen wie das, was du auch mal unter deiner Bar hattest, weißt du, als du da so eins deiner seine Flaschen, du hast doch mal so eine, die. Da war irgendwas nicht richtig mit. Ja, also es riecht auf jeden Fall nach Alkohol. Und während der gute Thomas und der gute Anderson sich ein bisschen dieses alkoholische Taschentuch unter die Nase drücken, machen wir eine kurze Pause für sehr natürliche Bedürfnisse. Wir sind gleich wieder da.
So, da sind wir zurück mit zwei an einem alkoholisch riechenden Taschentuch schnüffelnden Investigatoren. Das ist so voll schön. Und Evelyn, die wahrscheinlich gerade zurück ins Wohnzimmer kommt. Ja, zu der guten Mary. Die wahrscheinlich am Rande des Selbst steht. Ja, sie sitzt da quasi fast unbewegt. Sie hat ihre Kaffeetasse in der Hand und nippt da ab und zu mal dran. Ja. Würde ich nur mal Hände nehmen. Also, Mary, kannst du dich vielleicht noch an irgendwas erinnern? Du sagtest vorhin, du hast jemanden gebissen. Ja, einer von den maskierten Männern, der mich festgehalten hat, der mir dann auch das Tuch vor den Mund gehalten hat. Ich habe ihn gebissen, in die Hand. Und kannst du dich ansonsten was erinnern, ob es große oder schmale Leute waren? Sie waren... die waren sehr, sehr kräftig. So halbe Kleiderschränke. So jemand wie Anderson. Ich kann dir versichern, der war es schon mal nicht. Wenn es dich tröstet. Ja. Ihr müsst mir helfen, Emma zurückzuholen. Das versuchen wir. Ich habe sie mir nicht eingebildet, das weißt du. Hast du vielleicht noch eine Freundin oder so? Oder irgendwelche Bekannten hier? Denen noch was aufgefallen hätte sein können? Oder andere Brieffreunde, von denen du eine Adresse, eine Telefonnummer hättest? Die sagen alle... dass es keine Emma gibt. Keiner will hier meine Emma kennen. Du siehst echt müde aus. Wie wär's, wenn du dich mal schlafen legst und wir schauen uns mal ein bisschen um? Ich kann eh nicht schlafen. Versprech mir, dass ihr Emma zurückholt. Wir tun unser Bestes. Du gehst jetzt mal ins Bett. Das bringt Emma auch nichts, wenn du dann als Nervenbündel herumsetzt. Sie stellt die Kaffeetasse ab. Sehr zittrig. Wenn sie dich anguckt, also wenn es das schon gab, dann hat sie es nicht aufgetragen. Wasserfestes Make-up gibt es bei ihr nicht. Ihre Augen sind richtig verheult, dass das Make-up zerläuft im Gesicht. Spreche es mir. Ich kann dir keine Unmöglichkeiten versprechen. Du weißt, ich bin ehrlich. Aber wenn wir irgendeinen Hinweis von Emma finden, holen wir sie zurück. Ich bin nicht verrückt. Das weißt du. Ja. Deswegen, wir schauen, was geht. Ich meine, du kennst auch Thomas und Anderson. Thomas ist manchmal ein bisschen seltsam, aber wer ist das nicht? Und Anderson will ich nicht in den Weg stehen, wenn da irgendwas ist. Ja, ist gut, dass du sie mitgebracht hast. Wenn wir irgendetwas finden, holen wir immer zurück. Jetzt komm du mal mit ins Bett. Schließ vielleicht hinter dir ab oder dergleichen. Und wenn dir noch was einfällt, wir kommen heute Abend wieder. Okay. Spätestens. Okay. Dann bring ich sie ins Bettchen. Ja. Dann wirst du sie die Etage nach oben bringen. Tragen halb von mir aus. Auch da alles fein säuberlich. Auch dort keine Bilder von Kindern, kein Spielzeug, das vergessen rumliegt. Oder? Das ist dieser Staub, den man so ansammelt, wenn man irgendwo lebt. Also es sieht halt, es ist halt nicht akribisch sauber, also es ist jetzt nicht frisch geputzt oder so,
Aber es ist jetzt halt auch nicht, da ist jetzt seit Wochen niemand mit einem Lappen durchgegangen oder so. Du bist wirklich sehr ordentlich. Das ist alles blitzblank. Ja, war ich doch schon immer. Hat sie Sammy hat mich damals ausgelacht, dass ich die Bleistifte der Größe nach sortiere. Ja, es war immer lustig. Du hast dich immer aufgeregt, wenn man dann so ein Stippchen nach unten gestupst hat. Ja. Hatte sie eigentlich mal eine Beschreibung von Emma mitgeschickt? Irgendwie blonde Haare, braune Haare, klein, groß? Moment, das muss ich mal den Gesichtswürfel fragen. Nee. Böser Gesichtswürfel. Gesichtswürfel sagt nein. Böser Gesichtswürfel. Dann. Aber du könntest dir anhand der Eltern erschließen, dass das Mädchen blond sein müsste. Okay. Also weil beide ziemlich helle Haare haben. Wie sieht Emma eigentlich aus? Du hast nie wirklich viel von ihr erzählt. Sie wird wahrscheinlich ein bisschen größer sein als das Bild, was ich noch habe. Sie hat Sammys Haare, die Löckchen. Engelslöckchen. Sie hat ziemlich große Schneidezähne. Und ja, sie beschreibt dir halt so ein ganz normales, glückliches, gesundes Kind. Du würdest sagen, eine perfekte Mischung aus Vater und Mutter, wenn du dir sie so in besten ins Zeiten. Gedächtnis rufst. Ja. Okay, dann wissen wir jetzt schon mal, was wir genau suchen. Ja. Also du bist dir von der Beschreibung her sicher und da, wie du halt deine beiden Studienfreunde von früher kennst, wenn du Emma sehen würdest, du würdest sie erkennen. Okay. Dann warte ich oben, bis sie eingeschlafen ist. Von mir aus wird es schnell gehen. Sie wird relativ schnell einschlafen. Ob das jetzt von Dauer sei, in dauerhafter Zustand ist, kannst du natürlich nicht sagen. Ich stelle dir noch ein Glas Wasser hin. Ja. Mit der Nachricht, wir sind mal auf der Suche. Ja. Nicht wundern, wir haben die Schlüssel mit oder so. Ja. Währenddessen dann unten, wir sind ja beide quasi noch, hängen über dem Schnüffeltuch, was wir ihr hängt über dem Schnüffeltuch. Müll gefunden haben. Ich kann da leider auch nichts Genaueres rausfinden. Außer dass Alkohol ist, was ja in der heutigen Zeit nicht verwunderlich ist. Echt ein bisschen wie das, was gebrannte was. Du weißt schon, der Alte immer bringt. Naja. Ja. Der mit dem langen Bart, du weißt schon. Ja. Der ist immer knauserig mit dem Trinkgeld. Ja, aber sein gebranntes ist echt gut. Das muss man ihm lassen. Ja, das stimmt. So bringe ich das. Ja. Ich würde tatsächlich mal, weil wir gerade in der Küche sind, gucken, ob es Kinderbesteck gibt. Also irgendwie vielleicht so kleine Schüsseln oder so Schüsseln mit... Hatte ich ja nachgeschaut, gar nichts. Du wirst nichts finden. Also das ganze Haus sieht so aus, als hätte es nie ein Kind in diesem Haus gegeben. Also es gibt nicht mehr irgendwie das Spielzeugauto oder das Puppenhaar in irgendeiner Ecke, weil Kinder ja alles überall reinstopfen. Gar nichts. Da sind irgendwie... Keine Lebensmittel, die auf... speziell auf Kinder hinweisen. Keine Bilder, kein Spielzeug. Also. Nicht mal eine Geburtsurkunde. Es ist irgendwie alles sehr merkwürdig. Ja, und bei der Geburtsurkunde weißt du ja zumindest, da du Fotos gesehen hast, wenn Emma den Unfall mit nicht überlebt haben sollte, müsste es ja trotzdem wenigstens eine Geburtsurkunde geben. Denn eine Sterbeurkunde von Sammy hast du gefunden. Umschauen. Und es ist dann uns auch in den Nachwochen, dass das Kind dann erst in den Nachwirkungen gestorben wäre, auch nicht aufgefallen in der Todesanzeige. Nee. Es gibt eine Todesanzeige, wie du kennst es ja, dass Leute Todesanzeigen von ihren Geliebten oder so sammeln. Es gibt eine Todesanzeige von Sammy, fein säuberlich in einem Buch. Es gibt da nichts. Ansonsten dem wahrscheinlich jetzt nicht mehr Ehezimmer,
wo sie gerade drin schläft. Mary ist gerade auch nix. Ja, auch ein Bild von Sammy auf dem Nachttisch. Und an Büchern irgendwas Auffälliges. Ja, die ganz normale Unterhaltungsliteratur. Mary war nie die, die für literarisch Wertvolles zu haben war. Leichte Literatur. Doch, für meine Lieder. Auch solange sie kein Twilight liest. Ja, dafür. Wenn ich mal aus dem Fenster gucke, da sind ja Leute normal unterwegs, gell? Ja. Tommy, ich gehe mal kurz vor die Tür. Ich mal die Leute was fragen. Ja, aber du meinst Fragen, ne? Nicht Fragen. Und erhebst du die Faust. Nein, Fragen. Alles klar. Ich schnapp mir meine Melone, weil die Sonne scheint. Ich pack sie dann wieder weg. Ich gehe einmal raus und würde halt den nächstbesten Passanten einmal so zuwinken. So, entschuldigen Sie. Ja, ja, sie, Entschuldigung. Sag mir, wenn ich dazukomme, ne? Schönen guten Morgen, der Herr. Ebenso. Ach, schön. Was habe ich mir da gerade geangelt? Mann, Frau, Kind. Mann, Mitte, Ende 50. Naja, passt, ist ein bisschen älter als ich. Sagen Sie mal, ich bin aufgrund von naja, hier wohnt eine Bekannte von mir in dem Haus, so, ne? Also, Sie sind der Besuch für Thanksgiving bei der Frau Dobson. Barry hieß bestimmt Dobson, gell? Ja. Ja, genau so ist es. Aber, ja. Ich bin ja noch nicht lange hier und hab Sie auch schon lange nicht mehr gesehen. Wissen Sie, wie lange die denn schon hier wohnt? Ich hab, man kennt sie von früher, aber... Ja, die Miss Dobson, die ist Anfang des Jahres im Frühjahr hierher gezogen. Mhm. Wissen Sie, es ist gut, dass Leute aus der Heimat vorbeikommen und sie besuchen. Die ist nicht ganz bei Sinn. Ja, nicht ganz. Jetzt erzählen Sie mal, nicht ganz bei Sinn, okay. Die dreht vollkommen durch. Die sucht ein Kind, das sie hier nie gehabt hat. Aha, ein Kind. Eine Emma, aber... Emma, ja. Naja, also ist sie hier denn alleine hergezogen, oder was? Ja, vollkommen alleine. Ihr Mann ist gestorben, hat sie erzählt. Ja, das weiß ich tatsächlich. Die Todesanzeige habe ich gelesen, ist... Auch ein alter Bekannter, war sehr schade, das zu hören. Ach, wirklich? Ganz alleine ohne Kind? Ja, ganz alleine. Wollte neu beginnen, hat sie gesagt. Und da ist Jupiter Springs halt ein großartiger Ort für. Naja, schön ist es hier, ne? Wirklich ruhig, sehr ruhig, ja. Ah. Und die Leute alle freundlich. Ach, ja, hier kennt man sich, hier hilft man sich, wenn es einem nicht gut geht. Aber die Miss Dobson, die zieht sich komplett zurück. Ey, die Freunde sind schon zugezogen, das stimmt. Ha. Ja, das ist ja mal interessant. Sonst, wenn sie sich irgendwie, Sie sagen, sie hat jetzt kein Kind, jetzt bin ich mal neugierig, ich hoffe, das ist okay. Und ihr Kind, wenn sie es... Ich meine, hier gibt es ja eine Schule, ich meine, wenn sie meint, sie hätte ein Kind, dann müsste das ja theoretisch zur Schule hätte gehen müssen. Wäre sie dann ohne zur Schule spaziert? Können Sie mir da was sagen? Ich meine, das ist kein so großer Ort, nicht? Also... Hier in der Gesamtschule müsste man dieses Kind doch kennen, aber dieses Kind kennt hier niemand.
Sachen gibt's. Ja, vielleicht, man kennt das ja, wenn man jemanden verliert, dann... Ja, stimmt. Nein. Deshalb ist es wichtig, dass sie jetzt Freunde hat. Ja, ja, das ist klar. Ich meine, wie gesagt, wir sind ja auch extra hergekommen jetzt. Ja, sehen Sie ja hier, mein Wagen mit der Aufschrift, ne? Ja. Aber das ist ja wirklich, das klingt ja schon schlimm. Klingt ja das schlimm. Was ist das für ein Kampfsport? Er kneift die Augen ein bisschen zusammen, seine Augen sind nicht mehr die besten. Genau, Kampfsport. Boxen und Ringen. Das ist so meine Leidenschaft und Spezialität. Ich war früher selbst im Ring aktiv, als Boxer und auch als Ringer. Ringen, das ist doch das, wo vorher die Ergebnisse schon feststehen, oder? Es kommt auf die Kämpfe drauf an und inwieweit, ne? Ja, bei manchen Kämpfen ja. Aber da halte ich nicht viel von. Ich mag es, wenn wirklich der Bessere gewinnt, wissen Sie? Ha, das gefällt mir. Und er klopft dir so ein bisschen mit der Faust gegen den Arm. Ehrliche Haut. Ja, natürlich, so muss das. Ne, und genau das. Ja, ich habe in, auch immer wir wohnen, da habe ich eine kleine Boxhalle und bringe da jungen Leuten den Sport nahe. Ne? Das ist gut, da kommen die nicht auf schlechte Gedanken und klauen Dinge. Wenn die mit ihren Energien irgendwo hingehen können. Richtig, die können Dampf ablassen und sind ehrliche Jungs. Das ist gut, wenn sich jemand um die jungen Leute kümmert. Aber ja, sie müssen mich entschuldigen, ich muss nach Hause. Ja, meine Frau wartet mit dem Truthahn. Ja, der Truthahn natürlich. Der muss fertig. Der mittlerweile dann, heute. Mittlerweile heute. Oh, mittlerweile heute? Ja, ist ja heute. Ja. Na dann. Machen Sie sich ab zu Ihrer Frau und vielen Dank, dass Sie mir Ihre Zeit geliehen haben. Sehr freundlich von Ihnen. Sehr gerne doch. Ihnen auch noch einen wundervollen Thanksgiving-Abend. Ja, ebenso, ebenso. Ich verabschiede ihn nochmal und... Und er tuckelt dann mit seinem Gehstock die Straße weiter. Ich tuckel dann wieder zurück zum Haus. Ja. Ich habe wahrscheinlich die Tür hinter mir zugezogen, also klopfe ich an. Ja, Thomas macht sie auf jeden Fall auf. Und? Ja. Ja. Konntest du was herausfinden? Ja, also, einerseits sind die Leute hier echt freundlich. Und andererseits, ich denke so ein bisschen die Stimme, dass Mary es auf keinen Fall hört. Du kommst übrigens nicht allein eingezogen, dann wahrscheinlich in dem Gespräch runter. Okay. Wahrscheinlich. Also, die scheint sich hier komplett einzuigeln. Der nette Herr da hat erzählt, sie ist ja komplett allein hergezogen, nachdem Sammy verstorben ist. Das wusste er wohl auch noch. Und sie scheint sich da komplett zurückzuziehen. So, und das klingt aber irgendwie gar nicht nach Mary. Ja, und auch von dem Kind. Er sagt, dass sie wäre hier komplett ohne Kind angekommen. Und auch in der Schule wäre kein Kind und nichts. Also da will ich nochmal hinfahren und nachfragen. Aber... Also, wenn, sie war immer alleine hier. Wenn Anderson da Schule erwähnt, darfst du Evelyn mal auf Rechtskunde oder Rechtswissen heißt es, glaube ich, würfeln. Uiuiuiui. Rechtswesen. Ja, das sieht doch sehr gut. Ich weiß Dinge. Ja, ich weiß sogar sehr viele Dinge. Als Anderson sagt, dass das Kind definitiv nicht hier in der Schule gewesen ist, wird dir einfallen, dass in Amerika in den 1920ern die Schulpflicht erst mit 6 Jahren beginnt. Also ihr Kindergarten. Da Emma 5 Jahre alt ist, wird sie noch nicht zur Schule gegangen sein. Oh. Kann Anderson ja nicht wissen. Nee, das sind ja so Sachen, das wissen die meisten Erwachsenen, wissen nicht, in welchem Alter man wirklich in die Schule muss. Okay, eben, vielleicht ist es auch früher einfach schon vorgegangen. Also, Mary schläft jetzt erstmal. Ja, das ist gut. Ich kann mit so hysterischen Frauen kann ich irgendwie nicht so gut. Sonst also kannst du mit keinen Frauen. Also, die Schule wirst du nichts erreichen.
Meines Wissens nach war sie noch nicht in der, war Emma noch nicht in der Schule und die Schulpflicht beginnt erst später. Also, naja, aber... Müsstest du noch ein Jahr warten. Oh, verdammt. Ja gut, aber die Leute hier sind echt nett. Also zumindest der Mann da mit dem Stock. So. Hat erzählt, sie wäre hier ganz allein hergezogen. Ohne Kind und ohne alles. Was mich hier hauptsächlich stört, wie auch immer es war, er hat sich, wenn dann, die Mühe gemacht, das gesamte Kinderzimmer leer zu fegen, bis auf den letzten Krümel, und vergisst dann das stinkende Taschentuch im Müll. Ja, schon. Also entweder es war ein Profi und ein Dummer dabei. Nein, das ist ein Thomas. Also Mary hat ja sogar von drei Leuten gesprochen. Ja, eben. Also sind man zwei aufräumen und einer war dumm. Oder irgendwas war. Was mir jetzt vielleicht noch einfallen würde, wäre, einen Arzt aufzusuchen. Sie muss jemanden gebissen haben und das müsste ordentlich versorgt sein. Ja, das stimmt. Falls derjenige zum Arzt gegangen ist. Ist es ein Versuch wert? Wir könnten generell schon nochmal durch die Straßen gehen und schauen, ob uns irgendwas auffällt. Vielleicht mal ein bisschen mit Passanten reden. Ja, und tut mir eingefallen, egal um was es geht, spielt das Spiel der Äußeren mit. Also, ich kann es euch direkt sagen, der Herr hat uns das perfekte Alibi da schon gegeben. Wir sind quasi Gäste für Thanksgiving. Das ist ziemlich offensichtlich für die Leute hier, ne? Ich meine, das passt. Das meine ich nicht mal. Wir sollten das Spiel vorerst mitspielen. So wie ich Mary kenne, das ist... Wir sollten zumindest in Betracht ziehen, dass hier irgendetwas den Geist verrückt hat. Dennoch, falls es das nicht ist, es ist, keine Stadt kann sich eins zu eins so absprechen auf natürliche Art und Weise. Da ja, muss oder sie müssen von irgendwas kontrolliert werden, Mafia oder dergleichen. Das passt sonst nicht. Aber die meisten Informationen kriegt man meiner Erfahrung dann noch in der örtlichen Bar oder dem entsprechenden Etablissement. Damit kenne ich mich aus, mit Bars. Die man plaudert immer. Wir sollten einmal zu einem Arzt, auch vielleicht unter dem Deckmantel, dieser Wahnsinn hätte sich doch ankündigen müssen, ob er etwas weiß. Vielleicht ist das genau deine Aufgabe, Evelyn. Du hast doch den entsprechenden Hintergrund dafür. Ich kann es versuchen, wenn du das meinst und lieber in eine Bar gehen möchtest. Ja, ich glaube, Anderson und ich sollten dahin gehen, wo wir uns zu Hause fühlen. Das klingt gut. Also in die Boxhalle. Nein, die Bar. Ich glaube, die gibt es dir nicht, Anderson. Dann halt die Bar. Naja, aber vielleicht eine Investition in die Zukunft, falls wir das hier alles geregelt bekommen. Na, ich denke schon. Also, der Mann meinte auch, die Leute hier sind sehr hilfsbereit und so. Ich glaube, der hatte recht. Na dann, Dann macht euch aber bitte kein großes Aufsehen. Also erstmal zur Bar. Allein um das Haus wird, wo der nächste Arzt ist. Er wird ihn nicht betrunken und bestimmt auch oft genug irgendwo hinschicken. Ich meine, der Name Thomas O'Malley ist schon landesweit bekannt. Dein Land ist anscheinend sehr klein. Lasst uns auf zur hiesigen Bar oder... Wollen wir fahren oder soll ich auf dem Grundstück von Mary parken und da stehen bleiben? Wissen wir das? Sind wir an einer vorbeigekommen? Ihr habt keine Bar gesehen. Das kommt euch aber auch nicht im geringsten skeptisch vor, weil Prohibition, diese ganzen Läden gibt es sowieso offiziell nicht. Oder irgendwie ein Gasthaus oder ein... Genau, Gasthaus, irgendwas, was in die Richtung... Also entweder Gasthaus... Versammlungszentra in der Center in der Kirche. Oder ein Café. Café, genau. Ja, ein Café habt ihr auf jeden Fall gesehen. Ja, dann gehen wir doch da rein. Ja. Wie weit waren das weg? Ja, ihr seid... Ihr seid ja quasi über die Hauptstraße und wart relativ schnell da. Drei Blocks weiter. Ach, das geht ja, oder? Die Stadt ist allgemein auch nicht sehr groß. Also die hat schon eine ordentliche Einwohnerzahl. Es ist kein Dorf mehr, es ist wirklich eine Stadt, aber das ist alles wunderbar fußläufig zu erreichen. Du wirst auch nicht viele Autos finden, das ist noch so moderner Kram. Setz dich hier nicht durch. Also alleine deshalb fällt dein Auto schon auf. A, weil es ein Auto ist und B, weil es ein ortfremdes Kennzeichen hat. Und es hat die Aufschrift. Ja, dann ist es auch noch ein Werbeträger.
Also, also dein Auto fällt gerade auf wie ein bunter Hund. Es müssen noch blinken und leuchten und pupen. Jetzt ist ja übertrieben. Dann würden wir, glaube ich, zum Café gehen, ne? Ja. Dann humpelt Anderson halt los. Also, ihr wisst ja, mit seinem Knie, ne? Deswegen ist er immer ein bisschen, aber schwankt ein wenig, aber das ist okay, er kann trotzdem gut zu Fuß. Ja. Also Thomas wird tatsächlich vorn weglaufen mit seinem Zylinder und seinem Stöckchen. Ach, nur ein Stöckchen. Natürlich. Der Wanderstock muss sein. Mit dem Ding wird man niemals wandern können. Pfeife wird er dann das Café betreten, wahrscheinlich mit so einem, was das schon so ein Glöckchen hat, ne? Ja. Ja, zum einen hat dieses Café natürlich ein Glöckchen und zum anderen werdet ihr dort in dem Glasfenster der Türe etwas sehen. Ich blende das einmal kurz für den Stream ein und dann auch gleich bei euch. Ja. Ihr seht dort folgenden Flyer im Fenster kleben. Oh. Guckt mal hier. Und Thomas wird quasi auf den Flyer zeigen. Arbeitsgruppe. Fellowship. Nur Gemeindemitglieder willkommen. Was ist denn das für ein Scheiß? Ob wir vielleicht als plus eins durchgehen? Ja, aber wen kennen wir denn, der hier Mitglied in der Fellowship Church ist, was auch immer das für ein Zeug ist? Vielleicht ist es die nettere Umschreibung, wie was unser guter Thomas hier immer verwendet für den Hof machen und angraben. Ach so, mit anderen Worten, Thomas gräbt hier ganz schnell jemanden an und dann sind wir drei die plus eins. Nein, eigentlich dachte ich mehr so, das ist die nette Version von hier Mafia-Haus oder so. Na, aber dein Plan gefällt mir, Anderson. Ja, ne, ich bin gut in sowas. Ja, deswegen arbeiten wir so gut zusammen. Und er wird halt ins Café reingehen. Ich würde Ladies First machen und dann Evelyn nach Thomas reinlassen. Dankeschön. Wenigstens einer mit Manieren. Nee, er muss. Ja, ihr werdet begrüßt von einer Bedienung. Ist mir auf dem Weg eigentlich irgendwer mit einem Verband an der Hand aufgefallen? Nee. Okay. Fällt mir in dem Café nicht mehr auf. Auch da niemand mit einem Verband. Schönen guten Morgen, die Damen und Herren. Was kann ich für Sie tun? Thomas wird sich tatsächlich einmal umgucken. Und zwar sucht er dann relativ spezifisch jemanden. Und zwar eine Frau, möglichst etwas jünger, die so aussieht, als ob sie, ich sag mal, relativ konservativ ist. Also die vielleicht zu dieser Fellowship Church gehören könnte, vom reinen Äußerlichen her. Ja, da sitzt eine, liest die Morgenzeitung und trinkt einen Kaffee. Okay. Ja, aber jetzt hast du dir gerade erstmal die Dame da am Tresen wahrscheinlich angesprochen, ne? Ja. Ah, er nimmt so seinen Zylinder ab. Guten Tag, die Dame. Wir sind heute zu Besuch wegen Thanksgiving hier. Und wir dachten, wir nutzen doch hier die Gelegenheit, um uns ein bisschen zu stärken, ein Frühstück sozusagen. Oh, Frühstück. Ein Frühstück, ja, selbstverständlich. Welches Frühstück hätten Sie denn gern? Und sie betet so ein bisschen was runter, was für eure Verhältnisse schon sehr, sehr exquisit ist, weil der Amerikaner ja nicht so der Frühstücksmensch ist. Apple Crumble, Rührei, kleine Würstchen. Also es gibt verschiedene süße Küchlein, die man zum Frühstück essen kann. Es gibt tatsächlich mehr als nur den 0815 Kaffee. Es gibt auch Tees. Also irgendwas mit Ei ist auf dem Speiseplan. Ernährung und so. Anderson, zweimal Eier mit Speck, oder?
Rührei mit Speck. Auf jeden Fall ganz gut. Also zweimal für mich, du auch zweimal? Nee, ich für also mich nur genau. Und Evelyn, ein Küchlein? Oh, gerne. Und 3 Kaffee bitte. Ja, sehr gerne. Sie verschwindet kurz einmal im, ja, quasi in der Küche. Währenddessen drehe ich mich zu euch um mit dem Rücken zu der Frau, die ich vorhin ausgespäht habe. Ja. Ihr seht die, genau, dann spricht die anderen an. Ihr seht die Dame da hinten? Welche? Die da sitzt. Die mit dem langen Rock, weißer Bluse. Ja, die sehe ich. Ah, die, ja. Ich glaube, das könnte unser Ticket zu Church sein. Ist Church. Fellowship Church. Ach, die. Da, wo nur Mitglieder reinkommen. Genau. Ach, diese Woche, ja. Ach so, meinst du, die gehört dazu? Bitte. Vom Äußeren, also meine Erfahrung sagt mir, dass sie zumindest in den entsprechenden Dunstkreis gehören könnte. Nee, gut. So ist das mit dem Rock und so. Na, du könntest recht haben. Ja. Wird passen. Versuch es, aber fahr einen Gang runter, bevor wir dich nachher vom Scheiterhaufen ziehen müssen. Ich kann gut mit Frauen. Solange sie nicht weinen. Oder Emotionen haben. Solange sie nicht weinen. Gut, Anderson. Gut aufgepasst. Und ich denke mal, der Kaffee kommt ja ein bisschen eher. Ja, als der Rest. Sie kommt gerade raus und stellt euch schon mal 3 Tassen Kaffee auf ein Tablett. Dort drüben ist noch ein Tisch für 3 frei. Sehr gerne, vielen Dank. Zufälligerweise direkt neben dem Tisch mit der Dame. Verdachtsunabhängig. Ich möchte dann an dem Tisch der Dame vorbeigehen und quasi so ein bisschen tun, als ob er, also so ein bisschen stolpern, und er will jetzt nicht irgendwie sie mit Kaffee vorschütten, einfach nur so ein bisschen aus auf den Tisch, weißt du, so, dass wenn jemand, kennt man ja, dann rutscht man halt so automatisch so nach hinten. Ich weiß nicht, ob du mich dafür irgendwas würfeln lassen möchtest. Das kriegst du hin. Okay. Genau, das so ein bisschen auf, ich weiß nicht, was die da vielleicht gerade am Essen ist, oder so ein bisschen aufs Teilchen, ne? Ja. Oh, Verzeihung, das tut mir furchtbar leid. Ja, und sie nimmt die Zeitung ein bisschen runter und schaut dich an mit ziemlich großen rehbraunen Augen. Und das ist tatsächlich ein sehr schöner Punkt, um für das nächste Mal zu sehen, wie es weitergeht. Damit, ich wollte gerade mal eine Vorstellung machen. Ja. Ja, da muss Azrael dann noch aufs Singen aufs nächste Mal warten. Genau, dann muss Azrael einfach nächsten Samstag, wenn ich mich nicht irre, einschalten, wenn es weitergeht. Aber nicht morgen. Also nicht morgen, sondern dann den Samstag. Oder ist es Freitag? Ich schaue einmal kurz nach. Am 20. auf jeden Fall. Ich schaue einmal kurz nach. Nee, nächsten Freitag. Nächsten Freitag. Genau, dann in genau einer Woche muss Azrael dann noch einmal einschalten, um deine Gesangseinlage noch einmal zu hören. Du hast was verpasst, schau's nach. Ja. Ja. Wir haben schon viel erfahren oder auch nicht. Alles und nichts zugleich. Gibt es Emma? Gibt es Emma nicht? Ist sie nur ein Hirngespinst ihrer Ja-Nein-Vielleicht-Mutter? Ist es eine große Mafia? Ein kulturelles Wesen? Oder der allgemeine Wahnsinn? Und was haben die Illuminaten damit zu tun? Ja, das auch noch. Und was, all das. Wie können wir Galileo Mystery einschalten? Werden wir beim nächsten Mal wieder erfahren. Bis dahin gibt es noch reichlich andere Streams auf dem Nerdpol. Sieht man euch irgendwo in den nächsten Wochen? Ja, man sieht mich morgen bei Löffel. Da spielen wir Cthulhu umgedreht. Da spielen wir Soth. Da versuchen wir quasi Cthulhu zu beschwören, wenn man so will.
Und montags bin ich dann noch bei Vampire Barerion zu sehen. Bassos singe ich tatsächlich nicht. Also vielleicht könnte ich das mit Löffel abklären, aber ich glaube, mein Charakter eignet sich in dem Fall da nicht so für. Mach das nicht in Jupiter Springs. Irgendeiner wird sterben müssen. Singen tue ich eigentlich nur exklusiv bei Direct Streams. Oh. Bisher ist das sogar wahr. Oh. Wow. Bossi, sieht man dich irgendwo in der nächsten Woche? In der nächsten Woche sieht man mich am Freitag, den 27. hier bei der Fortsetzung. Nein, das ist ja verrückt. Dann bist du quasi aktuell exklusiv. Genau. Oh, Bossi exklusiv. Ja, jeder. Ja, ich habe gehört, jeder große Pen and Paper Streamer braucht seine Exklusivspieler. Mm-hmm. Ja. Oho, oho. Ich werde mir Mühe geben, dass das hält und den Bossi als Spieler bei allen anderen großen Streamern schlecht reden. Dann werde ich vielleicht auch irgendwann mal ein großer Streamer. Oh. Ja, so funktioniert die Wirtschaft. Ja. Ruf aufbauen, andere niederknüppeln und weiter aufsteigen. Okay, gleich erstmal. Gleich erstmal unter den Twitch-Stream haten. Ja. In der eigenen Runde. Ja. Dichtaber sieht man dann irgendwann, abgesehen von nächster Woche Freitag, wahrscheinlich im Adventskalender vom Nerdpol. In meinen Runden auf jeden Fall. Da würde man mich, glaube ich, auch sehen im Adventskalender. Ja. Also auch dann erst in der nächsten Freitag hier wieder. Ja, am nächsten Freitag dann da und dann irgendwie so dazwischen. Ja. Und wann sieht man den D-Rex? Ja, mich kann man morgen auf dem Kanal von Katze und Wolf sehen. Im wahrscheinlich Finale vom Siebte See Kurzabenteuer Die Burg. Denn Katze und Wolf spielen ja alle offiziell erschienenen deutschsprachigen Siebte See Abenteuer durch und ja, One-Shots kann der Nerdpol nicht und so ist es jetzt, glaube ich, mittlerweile Session 5 oder 6, die wir mit der Burg verbringen. Aber wir haben die Burg in Sichtweite. Und da wird es dann morgen wahrscheinlich ein großes Finale finden. Der Hotney hat bei mir aber einen One-Shot durchgekriegt. Ja, manchmal schafft der Nerdpol auch One-Shots, das ist richtig. Ja. Ich werde ihn für immer und ewig als Dämon engagieren. Auf jeden Fall, alle die gerade genannten Runden und noch viele mehr könnt ihr auf dem Nerdpol im Eventkalender sehen. Und wenn ihr noch Bock habt, irgendwas beim Adventskalender einzureichen, es sind, glaube ich, noch ein paar Türchen frei. Stimmt. Das ist eine tolle Sache. Jeden Tag ein Türchen mit coolem Stuff. Und ja, dafür muss ich wohl noch was überlegen, hat er geschrieben. Ja, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Es lohnt sich bestimmt. Und ich erinnere mich an eine sehr, sehr coole Shadowrun-Runde vor 2 Jahren im Adventskalender, die ich mit Azrael gespielt habe. Das war nicht dieses Kombi-Projekt, oder? Doch, das war dieses Kombi-Projekt mit Südi. Okay. Also, ich erinnere mich da noch sehr gerne dran. Das war bisher meine erste und einzige Erfahrung mit Shadowrun. Und ich bereue sie nicht. Tja, vielleicht ist damit die Frage beantwortet, was Azrael vielleicht anbieten könnte. Shadowrun. Ja. Auf jeden Fall euch zum einen erstmal danke fürs Mitspielen. Danke fürs Leiten. Vielen Dank fürs Leiten. Dem Azrael im Besonderen, weil ich den gerade hier so aktiv gesehen habe und jedem anderen, der irgendwie in der Zwischenzeit im Stream live dabei war, auch sehr viel ein sehr großes Dankeschön fürs Einschalten. Und wenn ihr es auf YouTube nachschaut, denn dort wird das in den nächsten Stunden, so Twitch und YouTube wollen, irgendwann landen, es nachschaut, lasst doch einen Kommentar da. Da freuen sich Spieler immer am meisten drüber. Das leite ich dann auch sofort an meine Spieler weiter. Und ansonsten wünsche ich euch ein wundervolles Wochenende und eine wundervolle, rollenspielreiche Woche und wir sehen uns dann nächsten Freitag hier wieder. Bis denne. Bis denne. Tschüss. Tschüss. Tschüss.